Einen wunderschönen guten Abend zum heutigen Streamstag hier bei Ehio. Freut mich, dass schon so viele zahlreich erschienen sind, um hier mein Kirchenglockengeläute mit anzuhören, das jetzt noch ein paar Minuten andauern wird. Ich weiß schon, warum ich eigentlich früher immer unpünktlich war mit Streamstarten, weil ich dann gegen diese Glocke anreden musste. Aber ihr hört es wahrscheinlich gar nicht, oder? Nee, gehen wir ganz davon aus. Ich lade aktuell auch die Videos eins zu eins de facto bei YouTube hoch von den Streams, also von dem her auch allen die bei YouTube nur reinschauen, viel Spaß beim Nachgucken dieser wundervollen, unglaublich spannenden, brennenden Folge von heute. Machen wir wieder Flap Flap anzeigen. Also eigentlich jeder Stream, wo jede Stunde, jede, jede Minute quasi was brennt, ne? Also ja, so viel dazu. Dann haben wir heute schon hier mal gucken, wer sich da schon angemeldet hat. Der Andy ist ganz brav, als immer einer der Erstesten, der in den Chat schreibt. Finde ich sehr löblich. Der Windrose ist da, Holo ist da, also aufpasse, dass ihr da nicht irgendwie da Dings, ne? Blödsinn macht, sonst, zack, seid's instant weggebannt. Der Holo hat im Übrigen einen, eine Torte vor seinem Namen, weil er hat täglich Geburtstag der Holo. Deswegen ist es sein Geburtstagstörtchen vor seinem Namen. Kevin ist da, grüß dich. Martin ist da, der hat Lass man es da nicht verpassen da drüben. Der hat gefollowt, ganz frisch, ganz frisch gefollowt, ganz frisch zum ersten Mal geschrieben willkommen im Stream hier bei uns bei mir, heute bei mir morgen wieder bei uns. Jimmy Joker, grüß dich. Dann Kevin. Ja der Schalter schaltet auf Twitch um. Ursprünglich war das Intro ja YouTube, weil ich ja auf YouTube gestreamt habe früher mit Matthias. Äh, und ich habe das Video tatsächlich angepasst, dass der Schalter auf Twitch umschaltet. So habe ich. Der Erste, der sieht, finde ich cool. <laughs> so, und BitSwap, vielen, vielen Dank für dein achtes Monat. Und Leute, jetzt wisst, was ihr, was, also anhand von BitSwap seht es, na, BitSwap glaube ich noch nicht. Ähm, ich habe ich hab, ähm, vergessen, die, oder der Holo hat es mir nicht geschickt, oder ich habe es dann vergessen, oder er hat es mir geschickt. Wir haben es nicht mehr nachvollziehen können, weil bei Discord kann man nicht vernünftig suchen. Ich habe die Abo-Abzeichen ab sechs Monaten nicht hochgeladen gehabt. Das heißt, alle, die neun und zwölf Monate schon abonnieren, haben ihre coolen, coolen Widerstände vorne dran noch nicht gehabt. Hat sich mit gestern. Ja, mit gestern geändert. Habe ich gestern hochgeladen, also alle werden jetzt würdig gewürdigt, indem sie passende Widerstände vorne dran haben. Kann ja nicht sein, dass da die nicht hochgeladen waren. Bin ja ein bisschen schade, habe ich irgendwie verpeilt. Wir sind Profis, genau, also von dem her die Bestesten der Bestesten. Andi, wir werden heute vermutlich keine brennenden Erkenntnisse haben. Heute wird es ein langweiliger Stream, heute tun wir es ein bisschen... Platinen vor uns hin designen, weil ich will das Zeug nämlich dringend bestellen. Wir haben ja die Platinen für, die, äh, für den ZX81 für die Tastatur fertig. <laughs> mein Plan, ich mache heute so lange, bis die Platine fürs Flap fertig ist. Und wenn wir früher fertig sind, wie geplant, dann machen wir noch mit der Tastatur für die, die ZX81 weiter, weil ähm, ich will eigentlich die Woche Platinen bestellen bei PCBWay und deswegen will ich schauen, dass wir das relativ zügig durchgeknallt kriegen, denn wie ihr ja alle wisst, habe ich ja wieder einen Online-Shop und der braucht Platinen. Ich habe nämlich keine Platinen ähm, Wechselblinker mehr, die Platinen für den Widerstandsmännchen, Spaziergänger sind aus. Ähm, muss ich alles bestellen. Habe ja de facto letztes Jahr, wo ich es aufgehört habe, alles an den Rosenheimer Funkverein geschenkt, soweit. habe mir auch wieder einiges zurückschenken lassen. Zum Glück hat das nicht alles verbraucht in den Kinderferienbetreuungen und so weiter. Aber ein Großteil der Platinen sind weg. Deswegen, Bauteile und so ist mir eh egal. Das, das ich muss ich ja sowieso wieder neu kaufen, alles. Aber platinentechnisch sah es ein wenig mau aus. Also den Rest, was ich noch gehabt habe hier bei mir, ich habe noch nicht, nicht alles wegwerfen können, alles wegschenken können. Das habe ich mir übers Herz gebracht. Von dem her ähm, habe ich noch ein bisschen was da gehabt, zum Glück. Genau, soweit dazu. Ich habe, weil ich es das letzte Mal vergessen habe, das Soundboard wieder da. Das heißt, ich kann jetzt auch hier wieder zum Beispiel so Dinge im Soundboard sagen wie. Geht nicht. Findet er nicht. Dann kann ich es nicht sagen. Hat damit rüberkopiert, irgendwas nicht hingekriegt. Schade. Warum geht das nicht? Das muss man jetzt gleich anschauen. Stream Deck. Also Soundboard will ich jetzt schon haben. Mac Blume, vielen Dank für dein Abo <laughs> im ersten Monat. Vielen Dank für dein Prime-Abo. Und schon läuft der halb los. Perfekt, so schnell kann das gehen. Vielen, vielen Dank dafür. Warum geht das Soundboard nicht? Wo sind die Sounds? Das hat jetzt wahrscheinlich irgendwie... Ja, 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 das hat jetzt irgendwie verschoben, ne? Ja, 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 da habe ich irgendeinen Ordner verschoben, glaube ich, und jetzt sind die ganzen Sounds weg. Ist klar. Soundboard, was habe ich jetzt angeklickt? Ich weiß schon mal, was ich jetzt angeklickt habe. Gebrauchen. Die wichtigsten tue ich uns jetzt natürlich her, weil, weil das, ohne das geht es ja mal gar nicht. Ich bitte euch. Also, Soundboard, wenn ich es schon einrichte, dann möchte ich es schon hernehmen. Ne? Und wenn ich jetzt so schlau bin und oben den Link, den URL kopieren würde, dann, dann, dann wird es auch gehen. So, das da, Streamingzeiten, Streamzeiten, super gemacht, super gemacht. Mac Blume und 500 Bits, was ist mit dir los? Du traust dir was, du kommst jetzt zum ersten Mal rein, tust mich einfach abonnieren und hau auch noch gleich 500 Bits raus. Was ist los mit dir? Warum machst du sowas? Vielen Dank definitiv dafür. Ähm, Zack und, und läuft schon. schon. Jetzt geht Soundboard unterhalb drehen, zack und läuft auch schon. <laughs> ja, das ist kein unsinniger Kram. Hallo, das ist wichtiger Zeug, weil Soundboards sind sowas wie. Ach so, Ach so, ja, Hollo ist natürlich der allerbeste. Ne? Genau, also Dinge muss man natürlich immer Lob äh, hudeln und, und, und preisen und so. Ne? Ja, wahrscheinlich hört man es jetzt hier übers, übers Ding rein. Übers Mikrofon, denke ich mal. Die Chance ist relativ groß, weil es geht über meine Lautsprecher, gerade weil ich keine Kopfhörer auf habe. Und ich habe einen Kurzweg-Screen äh, gemacht für den Fall, dass ich mal kurz aufs Klo muss oder so, weil es war das letzte Mal fast in die Hose gegangen, um es so auszudrücken. Ich habe jetzt hier einen, ich mute das Mikrofon und habe einen wundervollen. Ich bin gleich wieder da, Bildschirm. Ihr dürft jetzt mal kurz genießen, dass seht, was auf euch zukommt. Ja, so schaut es aus. Wundervoll, oder? Einfach wundervoll, was ich hier alles in meiner vielen Zeit, die ich jetzt habe, mache. Solvas, grüß dich. Willkommen im Stream. So, Mac Bume, was war jetzt dein Irradingens? 93% Hype Train Level 1. Ui, 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 ui. Hm. Perfekt, perfekt. Das freut mich. Und neun Bits vom Solvas. Vielen Dank dafür. Mac Blume, ja, bist du im Discord sozusagen ich jetzt kann ich die gerade nicht zuordnen, aber wir haben jetzt im Discord, ja, den VIP-Bereich erweitert, die VIP-Lounge, hat jetzt auch, also Mac Blume, ja, stimmt, heißt da drin also perfekt, ähm, hat jetzt den, also wenn man, wenn man hier subscribe, hat man im, oh, vielen Dank, Mac Blume, nochmal für die 100 Biddies. ähm, <laughs> Andi, du bist gemein. Ähm, man hat jetzt, wenn man äh, hier bei Discord äh, Subscriber ist, kommt man in die VIP Lounge im Ehio Discord. Link dazu hier. Ähm, Habe ich jetzt mal eingefügt. Mal zum Probieren, mal gucken, wie es läuft. Ich muss mal schauen. Ähm, das ist eigentlich die Lounge für ähm, die Top-Donatoren, die wir früher bei YouTube hatten, also Premium Donators. <laughs> Seid jetzt alle drin, die äh, Twitch subscribed haben? Und wer natürlich enorm viel spendet macht und tut, kriegt natürlich auch den VIP Donator Status dann entsprechend. So, dann Leute, geht's weiter. Wir haben den Stoppsaugen wieder irgendjemand. Irgendwie hat jemand Dienstag 20 Uhr Staubsaugen auf seinem Kalender stehen. Ja, also <laughs> wir machen heute mit der Flapflap weiter. Der Paketdienst, ähm, so was, ähm, zum Thema Paketdienst. Ich habe ja, ich warte ja schon verzweifelt auf meinen Draht, den ich bestellt habe. Und zwar ähm, habe ich ja für meine Lötübungen, Doppeldecker, Fahrrad, Eiffelturm und so weiter, habe ich ja einen Draht, den ich extra für mich anfertigen lasse. Und zwar ist das ein äh, Kupferdraht, verzinnt, weichgeglüht. 1,5 mm Durchmesser. Ein ganz ein angenehmer Draht, den man ganz, ganz schön biegen kann, total wundervoll gut löten kann. Und der kommt halt so auf, auf Rollen. Und da muss ich immer zwei Rollen abnehmen, weil Mindestabnahmemenge und eine Rolle wiegt 20 Kilo. Und EHAIO, ich, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, das kann man ja im Impressum nachschauen. Ich wohne hier, oder die Firma besser gesagt, ist hier am Oberfeldweg. Oder der Adresse heißt Oberfeldweg 12. Und es gibt hier eine Straße weiter, eine Straße, die heißt Am Oberfeld. Und da gibt es auch eine Hausnummer 12. Und ratet mal, wo diese zwei 20-Kilogramm-Schweren-Pakete heute geliefert wurden. Die Nachbarin hat dann geklingelt, hat gemeint, da liegen zwei Pakete für mich. Sie konnte es nicht mit dem Radl mitnehmen, weil. Ähm, weil <laughs> Das war ja dann doch ein bisschen zu schwer auf dem Fahrrad. Also musste ich dahinter laufen, bin dann mit 40 Kilo ähm, wieder hierher gelaufen. Also von dem her. Ähm, der hat sich auch nicht mit gekleckert, der TPD-Fahrer. Ich war nicht sehr glücklich über diese Tatsache. Aber ich bin froh, dass die Nachbarin mitgedacht hat und mir das Ding dann, äh, also mir zumindest gesagt hat, dass das Ding da bei ihr drüben liegt, die zwei Schachtel bei hier drüben liegen. Um, ganz so kleine, dezente, unauffällige Schächtelchen und dann denkt man sich, ja, ich hole jetzt mal schneller dann hat man da so 20 Kilo pro Schachtel. Mücke, <laughs> okay, grüß dich. Hast endlich aufgehört, DC zu spielen und bist auch im Stream, ja? Sehr löblich. Sehr, sehr löblich. <laughs> ja, es wurde zumindest ausgeliefert. Um, wir haben hier irrsinnige Probleme. In der Straße. Also, ich bin ja froh, wenn überhaupt irgendwie irgendwas funktioniert, weil äh, die Post ist natürlich notorisch unterbesetzt. Die Fahrer sind äh, notorisch überbelastet, weil soll ich zwei, drei Touren fahren müssen am Tag, nicht nur eine. Von dem her ist es immer so ein kleines Würfelspiel momentan, ob die Pakete mitgenommen werden oder nicht. Es ist immer so ein bisschen. Bisschen spannend gerade, weil ähm, jetzt doch ein Dreivierteljahr keinen Versand mehr hatte, jetzt plötzlich wieder Versand habe und da muss der Abholauftrag sich erst wieder so ein bisschen einspielen. Zusätzlich habe ich ja noch einen normalen DHL-Paket und noch ähm, Warensendung im Angebot und ganz viele bestellen über, über Warensendung und die Warensendung, die geht über den Briefzweig und die normalen DHL-Pakete für 96 oder was kostet. Geht über DHL. Und jetzt muss der Postbote das natürlich auch, wenn er dann in die Zentrale kommt, das richtig reintun. Wenn er das alles in eins schmeißt, dann bleibt irgendwas von beiden irgendwo liegen. Und ja, es ist spannend momentan. Topsbox, grüß dich. Ähm, ja, mittlerweile sind alle irgendwie komisch. Wie nach wie vor hier, nach wie vor. Ups, Waffe der Wahl, aber <laughs> ups, ich halt schallah so. Ich bin jetzt seit 2011, glaube ich, hier in Oberaudorf. Und seit 2011 sind immer noch die zwei gleichen Fahrer, die für UPSE ausfahren. Also das ist schon einfach, ja. Druckverschlussbeutel. So, Trainerfolg. Vielen, vielen Dank. Und Mac Blume hat noch ein Abo verschenkt. Ganz knapp, ganz knapp quasi nicht mehr den den Halbdrin mitnehmen können, glaube ich, mit dem Abo oder so. Leider, leider. Schade, schade. Aber vielen Dank trotzdem, auch wenn es gerade ein dick zu spät war. Sonst hätte ich nur einen doppelten Halbdrin Erfolg, glaube ich, gekriegt. Es ähm, äh, Tut uns für die Verspätheit. heute. Wurde das Paket komprimiert in der Packstation, sonst schon nichts so sein. Ah. Okay, ja, hoffentlich kommt es dann trotzdem. Also, also, du hast es abholen können dort. Okay, nee, Gott sei Dank, dann bin ich froh. Habe ich es auch gut genug verpackt, dass nichts kaputt gehen kann. Ähm, Bausätze sind ja eh mal separat, eh mal auch einzeln ähm, verpackt. So gesehen, alles gut. So, dann würde ich sagen, haben wir genug geredet. Außer jemand hat noch Fragen oder jemand will noch was wissen oder jemand will noch keine Ahnung. Dann können wir natürlich noch kurz drüber reden. Aber ansonsten gehen wir jetzt hier auf Wissenschaft und Technik fertig. Und dann schalten wir auch schon um zum Computerbildschirm. Denn wir haben ein bisschen was vor uns. Wir haben hier unsere CAD-Zeichnung von unserem Konstrukt, das wir so gebaut haben und jetzt müssen wir mal schauen, was wir alles gemacht haben. Jetzt müssen wir mal noch den Browser herholen. Das war unser Aufkleber Prototyp. Da haben wir die Flap Flap Anzeige, ChatGPD ist schon wieder kaputt. Dann haben wir da unser ganzes Zeug, soweit wie wir es gehabt haben und jetzt schauen wir mal in Pulsonix rein, was wir eigentlich alles haben, gehabt haben und so weiter. Davor noch ein Look trick. Im Übrigen habe ich auch vor, hab ich habe es auch das Mal schon angedeutet, ähm, Top Donator für Bits und Subs kommen wieder irgendwie auf die Platinen drauf, beziehungsweise kriegen dann auch eine Platine. Irgendwie sowas. Was also ich werde ja die Platine bestellen die Tage. Ich werde vermutlich da irgendwelche Namen draufschreiben, für die, die am meisten gespendet haben, Bits-technisch und Abo-technisch im letzten Monat oder sowas. Und am Ende vom Monat mache ich dann jetzt immer wieder eine, äh, gebe halt äh, drei Platinen raus im Bilderrahmen, wie wir es früher schon gemacht haben. Mit Unterschrift, mit allem drum und dran, gläser da schöner Rahmen drumherum, ähm, für auch wieder Top-Donator und top bit also Toptonator für Subs und Bits. Und einer kriegt es zufällig. So mein Plan. So, jetzt müssen wir mal schauen. Den TL439. Den habt man, glaube ich, nicht drin. Ne? Und zwar haben wir... Was haben wir denn genommen? Weißt du, haben wir irgendwo den Mauser noch offen? Gott, habe ich hier viel aufgehabt. Ähm, Mock haben wir aufgehabt. Dann haben wir hier den TLE 5014, aber wir haben den 499D. Einer von den beiden. Muss es sein. <laughs> Bekommt zufällig Hollow auch einen, genau. So, das packen wir dazu flap flap dazu. Hopp, eine da. Da. Da, da, irgendwo hin. Danke. So, dann schauen wir mal. Ich habe nämlich, glaube ich, den TLV, den haben wir noch nicht da drin. Oder haben wir, irgendwas haben wir angefangen anlegen, aber ich glaube nicht den TLV, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Infinien, ne, da habe ich noch einen XMC drin, aber da können wir jetzt einfach den TLV hinzufügen. Dann sollte es. Soweit dann passend PCB Footprint, was hat der? SOT 23-6 wahrscheinlich. So, da ist nochmal, wie das Magnetgedöns funktioniert. Wie das alles funktioniert, bla bla bla. Package haben wir da. Du bist ein t 6 66 Ja. PCB Footprint, 6 Pins wären gut. TSOP, das wird schon der SOT 23 wird das schon sein, ne? TSOP. Ich glaube, die sind Pin-kompatibel. Jetzt schauen wir mal, er bräuchte 0,5 mal. Ja, das ist eh viel zu klein, zum so mit Handlöten. Ähm, okay. Okay, ich liebe euch für eure Bemassungen. T-Sub-6-Reflow-Soldering, soldering wellen -Soldering. da sind wir daheim. Raumwelle, grüß dich und willkommen. 1,9, oh, ich liebe es, ich liebe es, wenn sie das so machen. Wir haben 2,9 minus 1,9, das ist jetzt nicht so schwer zu rechnen durch 2, ist auch noch nicht so schwer zu rechnen, plus 1,9 durch 2. 1,45 wäre hier die Y-Koordinate. Also hier die Y-Koordinate von der Mitte ausgerechnet. 1,45 und wir sind hier Mac Blume du bist verrückt. Vielen Dank, dass Raumwelle ein Abo geschenkt das Kennst du die alle oder tust du da gerade zufällig irgendwie ah, die neuen was schenken. Vielen Dank dafür. Haben wir bald die 30 voll? Krass. Ähm, 1,31 ist die x-Koordinate. Das passt schon. Das, das passt schon so ungefähr. Package-Abmaße haben wir ja von 2,9 mal 1,6. 2,9 mal 1,6 und da haben wir ja, 2,9 mal 1,7. Passt schon. 1,7, irgendwas. <laughs> Sieht so leer vom Namen aus. <laughs> ja, zum Glück hat der Holo so wunderschöne, wundervolle ähm, Icons gemalt. <laughs> Dann schauen wir mal da einen, wie die das Ganze gemalt haben, Schaltplan technisch. Ja, VDD, Ground, SDA, SCL, mehr hat er in Anschlüssen. Ähm, PVC 640, vielen Dank für deinen Follow. So, dann schauen wir da eine. Haben wir da irgendwie, da könnte man wahrscheinlich länger so Länge Standard. Da gibt es sicher irgendwas, oder? Vier Pins. i c plus VCC, habe ich eh da. Perfekt. Dann können wir das Teil direkt anlegen. Infinien, Wizard, weiter, weiter. Du heißt Doppelpunkt. TLV und ein Haufen dazu. Du bist ein Halleffekt, Magnetsensor. Nein, ah, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Wo habe ich jetzt mein. Also da habe ich ihn irgendwo. Da habe ich ihn. Low Power 3D Magnetic Sensor with I2C Interface. Das gefällt mir schon gleich besser. Und da tun wir die Bezeichnung rein. Gefällt mir auch besser. Interface. Du bist ein IC aus der Namenstem IC. Du kommst mit einer Part Tag daher. Du hast sechs Beinchen. Bist also ein SOT236. Der glaube ich ist kleiner, weil So 323 3 ist glaube ich kleiner. Und was willst du und du der Unterschied? Will man nicht wissen. Also du bist wahrscheinlich von der anderen, du bist von der Transferdatei. Okay. Weiter, weiter, weiter. Dann haben wir hier vier Beinchen, haben wir gesagt. Und da gibt es c plus VCC. Weiter, Add Lieferant. Da gehen mein Mauser ein und eine Bestellnummer geben wir ein, weil dann finden wir es nämlich wieder. Die lautet nämlich so. Und als Value kriegt er seine vereinfachte aus, also einen vereinfachten Wert 493 d Weiter speichern in Infinien, perfekt. Dann müssen wir schauen, wo was wie dran hängt. Ja, im 3D-Modell zeichnet das. Ist klar. Kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Da haben wir es auch nochmal stehen. So, Pin 1 ist SCL. Also, jetzt habe ich da gar keine. Beschriftung doch, da, die nehmen wir mal her. PIN 1 ist SCL, das passt eh schon. PIN 2 ist Ground, aber Ground hat Map Multiple Pins. Du bist nämlich nicht nur auf 2, sondern auf 2, 3, 5. 2, 2, 3, 5. VCC geht auf 4. Und SDA geht auf Nummer 6. Bedeutet, VDD, VCC haben wir auf Pin 4, da oben, VDD. Ground haben wir auf 2, 3, 5. 2, 3, 5. SDA haben wir auf Nummer 6, da oben. Und Clock auf 1. Perfekt. Sollte soweit passen. So einfach hat man in Pulsonix ein Bauteil angelegt, wenn man eine wunderschöne gepflegte Bauteilbibliothek hat für das Ganze. Und wenn nicht, dauert es auch nicht so viel länger. Was man nachher gleich jetzt beim Raspberry Pi wahrscheinlich schmerzhaft feststellen werden. <laughs> so, den haben wir schon mal. Dann brauchen wir, wir haben den, wir haben den Mock, Mock müsste drin haben. Also Mock haben wir ja bei der bei der Kaffeemaschine und so drin, wenn wir da mal nach 6 Pins sortieren. Mock 3041 ist drin. Da nehmen wir auch die betratete Variante her, hätte ich gesagt. Oder habe ich noch, jetzt muss ich mal ganz schnell hier, A. Jetzt schauen wir mal rein, was wir alles da haben. Da ihr das mitschauen könnt. MOC 3043 neun Stück da, die sind tatsächlich, nee, die sind nur im SMD 2-Lager. DIP. 6. Schauen wir mal gleich rein. Was wir da haben, SMD2. dass mal da irgendwie ein Blödsinn dann reden. Und dann haben wir es doch nicht da. So schaut im Übrigen mein Lager aus. Ne? SMD-Lager und so weiter. SMD226. Achso, das sind ja das sind eh die. Das sind die sind so, die haben quasi Beinchen. Aber keine Beinchen, die keine Beinchen mockt. 20, 30, 43, passt. Äh, keine Beinchen, immer man durchsteckt, sondern SMD-Beinchen. Haben die. Auch okay. Ähm, da haben wir neun Stück, das müsste da hinkommen. Ähm, die haben nämlich Zero Cross Detection und das ist mir eigentlich ganz wichtig, wenn die das drin haben, weil dann schaltet in der richtigen Stelle so MOC 3041, MOC 30, 43, das sind genau die. Haben wir drin? Perfekt. Nehmen wir mal direkt her. Dann habe ich mir überlegt, brauchen wir einen Triak für dahinter? Da habe ich nämlich auch noch was auf Lager. Und zwar habe ich da, glaube ich, den da. Also, das wäre jetzt der Opto-Triak, den wir jetzt gerade rausgesucht haben. Und zwar habe ich, glaube ich, den da. Ne, dreimal, zweimal, siebenmal. Den hätte ich siebenmal. Ich wollte gerade neun Stück bestellen, den habe ich siebenmal. mal, habe ich den nur da, ich meine 600 Volt, ich will jetzt nicht sagen, er ist ein bisschen OP und er könnte auch 8 Ampere, ich will jetzt nicht sagen, er ist ein bisschen viel OP, aber es ist SMD 220, ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück da. Sechs Stück da, so wie es im Lagerprogramm auch drinsteht. Ähm. Ah, den habe ich mal bei einer Reparatur eingebaut. Und der ist eh so winzig. Guckt euch mal dieses winzige Bauteilchen an. Also den bauen wir auf jeden Fall rein. Habe ich noch da? Nehmen wir her. Der reicht gerade so. Also ich glaube, also es könnte natürlich schon sein, dass der auch wieder brennen anfängt, so wie der Vorwiderstand, den wir dafür vorgesehen hatten. Den rechnen wir übrigens neu aus. Wir haben jetzt wieder einen neuen Triag, da wird neu gerechnet. Ähm. Aber ich glaube auch, wir haben 48 Volt bei 50 mA. Ich glaube auch, dass das schon. Ich hoffe, er, er kriegt es hin. Also, er wird schon heiß werden. Wir müssen, glaube ich, schon so einen Kühlkörper in Größe von der Fallblattanzeige vorsehen, damit er nicht brennt. Aber das können wir ja machen. Also, den tun wir da mit rein. Der hat aber auch keine Typenbezeichnung, oder? Ah, doch, da ist die Typenbezeichnung. Den holen wir uns jetzt gleich hier bei Mauser mit rein. Mauser. Dann haben wir den auch gleich hier. Dann können wir st. Ich habe da, ich nehme ihn her. Ich nehme ihn her. Ich habe da, ich nehme ihn her. Sind wir mal nicht so. Ähm, Peltier-Element, mindestens. Ähm, ich hätte noch ein. Äh, so ein CPU-Lüfter hätte ich auch noch da irgendwo, ne? Könnte man den sonst auch hernehmen? So einer der. Tut's mir nicht am Stream hindern, Mauser, ich sag's euch. Kommt dann. Sollte der Stream plötzlich aus sein, tut's euch ein bisschen Geduld, äh, in Geduld üben. Kommt dann wieder, ich hatte heute schon wieder ein Plus-Screen. Ich habe jetzt irgendwie Dienstagnachmittag immer einen Plus-Screen. So wie Mauser auch gerade ein Plus-Screen hat, ne? Ganz von alleine kommt da ein Bluescreen daher. Aber zum Glück haben wir hier die PDF auf und da tun wir jetzt auch ganz schnell aufs Datenblatt klicken. Dann haben wir das schon mal auf? Das sind wir schon mal safe? So. Dann haben wir, weil den glaube ich habe ich hier auch drin. Ähm, aktiv, der hat wahrscheinlich vier Pins. Ähm, Wird der gerade geheißen. T. T. T835, T835, ne, hat der nur drei Pins, T835, da ist er, haben wir dann auch schon drin, vermutlich sogar das richtige Package, die Beinchen sogar überall richtig angeschlossen, was dazu führen könnte, dass es nicht auf Anhieb brennt, sondern erst, wenn man es einschaltet, so der Plan. Genau, haben wir auch drin. Das heißt, da sind wir schon mal safe. Wir haben den Triak, Wir haben den opto triak Wir haben Widerstände sowieso drin. Die machen wir betrachtet im Bringen. Dann haben wir, was braucht man sonst noch alles? Wir haben den Sensor. Wir haben unser, äh, unser, unser Netzteil müssen wir reinbauen. Habe ich das schon nachgezeichnet mal? Also Matthias hat das ja nachgezeichnet. Dieses explosionsartige... Nee, 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 Bitswap, das haben wir schon gehabt. Das hat man bei der Senseo schon. Also die hat damals gebrannt, bevor die Software noch eine Chance gehabt hat, hochzufahren. Hat der Boiler schon gebrannt, weil irgendjemand ähm, den triac schon angeschlossen hat. Von dem her, wenn jetzt das erste Mal. So, jetzt muss ich nochmal schauen, ich habe die Müll geworfen, das letzte Mal, die kaputte Platine, gell. Weil die könnte man nämlich noch zum Nachmessen hernehmen. Wie man mal rausfinden würde, wo sie war. Und kommt mit die Masse von der, da ist der Masse. uns von der rausholen. Die da, die hat sich das letzte Mal ja irgendwie verabschiedet, weil irgendjemand was falsch eingesteckt hat. Wurde irgendwas kaputt an der. Wobei ich jetzt auf Anhieb gar nicht mal wirklich sehe, was kaputt sein sollte. Aber es hat gekracht und geraucht, von dem her gehe ich mal davon aus, dass schon irgendetwas nicht mehr ganz so frisch ist, wie es mal war. Ähm, genau, ich glaube auch, dass dieser ein Produktionsfehler war. Ne? Grundlegend war Matthias schuld, weil Matthias seine Software nicht äh, Erkennung drin gehabt hat, ob der Triak richtig rum angeschlossen ist oder nicht. Also sowas erwarte man natürlich von einer guten Software, dass die das im Vorfeld direkt erkennt. Ne? Also von dem her. Ja, die Platine hat es letzte Woche zerrissen. Da habe ich 48 Volt bei 5 Volt draufgegeben. Das war irgendwie scheinbar was zu viel. Also ich verstehe es nicht. Das ist immer so kompliziert mit diesem Strom- und Spannungszeugs. Ähm, von dem her war da irgendwann irgendwas irgendwie kaputt letzte Woche. Aber ich tue die Streams komplett hochladen. Die könnt ihr nachschauen. Und ich tue auch die irgendwann wieder Zusammenfassung Best-of von Streams mal schneiden. So, bei Raspberry haben wir. Ah, den haben wir schon angelegt, Leute. Haben wir das gemacht das letzte Mal schon? Boah, ist das toll, aber der Sockel passt nicht. Da gibt es, glaube ich, hat keiner Clip gemacht, ne? Ich habe dann ähm, einen DIL40-Sockel genommen, aber das ist kein dill 40 sockel Ähm. Habe ich neulich rausgefunden, weil ich den mal irgendwo in so einen normalen Sockel reinstecken wollte. Das ist kein DIL oder äh, DIP 40 Sockel. Der ist ein bisschen breiter, glaube ich. Ne? Das müssen wir jetzt gleich mal schauen, weil sonst haben wir Edit Footprint. Der hat nämlich einen Abstand von X-Koordinate 15,24 und der Raspberry Pi Bitcoin. Oh, ich sehe es gerade nicht. Wer tut da Dinge machen. Ich bin gleich wieder da. Wer tut da Dinge machen, mir nicht denken. Der Green mit zehn Zuschauern. Vielen Dank für dein Red. Der Green willkommen allen deinen Zuschauern hier im wundervollen Stream von Ohio. E wir haben gerade, wir sind gerade am Platine bauen für eine Fallblattanzeige. Und da haben wir jetzt einen Raspberry Pi Pico. Da. Und irgendwo habe ich eigentlich auch mal eine Kamera gehabt, die von oben runter geschaut hat, ob die heute funktioniert und ob die an die richtige Stelle guckt und überhaupt. Hier mal ein bisschen den ganzen Müll wegräumen. Wo guckt's denn hin? Da guckt's es jetzt wackelt auch noch ganz schön. So, jetzt zoomen wir da mal eine, damit ihr seht, was ich mache oder nicht mache. Geht das Zoomen? Irgendwo war noch mal ein Rad. Da, ein Rad, zwei Rad. Ah, weiter geht bei der Kamera nicht. So. Tiny Small, grüß dich. CNC Schrauber, grüß dich. Und der Green, grüß dich. Vielen Dank für dein Re. Tust du schon um halb neun ins Bett gehen müssen und auf, aufhören streamen? Das ist ja unglaublich. So früh nicht mehr streamen. Was habt ihr gemacht? Was machst du? Was hast du tolles gestreamt? So Raspberry Pi. Ich tue dabei hier mal einen Messschieber mich bedienen. Der hat nämlich einen pin -Abstand. ich messe jetzt von außen nach außen, klar, da bin ich jetzt ein bisschen daneben, aber das ist mir jetzt egal. Wir haben 15,24 und der hat 18, irgendwas. 15,24 wäre hier. Das heißt, ich behaupte mal, der hat 2,450, 2,450 mm zu wenig. Würde ich jetzt mal tippen. Der hat quasi äh, einen 40er plus. Ähm, Plus ein Raststern noch dazu. 52 Zuschauer, gerade sind es 43. Ja, wir haben jetzt momentan, Andi, echt ganz schön viel. Also, es war jetzt auch am Freitag schon echt gut was los. Heute am Streamstag auch wieder echt sehr schön. Freut mich echt ganz, ganz gut. Dann alles Gute, der Green und gute Nacht, wenn du jetzt schon ins Bett gehst. Aber kann schnell, weil jetzt nicht mehr im Stream bist. Und der ist so spannend, dass einfach nicht mehr einschlafen kannst jetzt. So wird es leider Gottes ausschauen. Also, wenn die Hoffnung gehabt hätte, einzuschlafen, die ist jetzt rum. So, dann nennen wir das Ganze nicht Dip Socket 40, sondern Raspberry Pi Pico Socket. Ein Sega Light Phaser, du meinst so. Ähm äh, zum, zum quasi Sega-Spielen, also quasi von der Spielekonsole. Und sonst Arduino und Pi gelötet wie bei mir. Also alle, die der Grind nicht kennen, guckt mal auf seinen Kanal. Der macht auch so komisches Zeug wie ich. Das ist eigentlich kaum jemanden interessiert, aber trotzdem so viele Leute zuschauen. So, wenn wir das Ganze jetzt... Kommst du bitte auch mit und du bitte auch... Wenn wir das Ganze jetzt zum 2,54 rüberschieben, haben wir hier einen Abstand von 17,78. <laughs> Der Mac Blume ist heute halt total verrückt. Der ist verrückt. Und Abo-Ziel von 30 erreicht. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Dass der Green heute halt so verrückt ist und einen Haufen Abos rausholt. Der will auf die Platine, ich habe schon gesehen. Der Green will auf der Platine drauf sein. Ähm. <laughs> cool, die Lightgun, ja, ja, ja. Da brauchst du aber, geht, brauchst du einen Röhrenmonitor? Geht, geht das mit dem normalen TFT-Monitor und so noch, heutzutage? funktioniert das. Der hat irgendwie die Zeilen mit abgefragt oder sowas und kann er das beim LCD-Monitor auch? Würde mich schön interessieren. Oder brauchst du noch einen Monitor dafür? So, wir haben hier einen Abstand zwischen den Beinchen von 17,55 ich mit meinem Präzisionsmessschieber. Ähm, 17,78 gesagt, das Ding passt schon. Wenn man so genau hergehen wird. Dann schieben wir alles jetzt einfach um. 2,54 Umi. Und dann passt es eh schon wieder, oder? What are you doing? Komische Dinge er macht. So. Das noch. Achso, nee, das darf ich ja nicht so weit schieben. Das muss ich jetzt ja um 2,54 Halbe schieben könnte ich 1,27 eingeben, könnte ich, muss ich aber nicht. Macht's Programm ja für mich. Und dann klatsch mal ihm noch set of center of pads und symbol origin und koordinaten origin und steuerung S und das da auch noch mittig rein. Bist du auf 0? Nee, ich bin nicht schnell auf 0. Und der Component Name ist auch nicht auf null. Aber jetzt, aber der war auf null, oder? Na, ja, der hat es hingekriegt. Super. Ja, eben CRT ist der Pflicht, geil, das denke man nämlich. Weil er tut ja eben diese Zeilen und Dings abfragen. Ich glaube nämlich schon, dass das sonst nicht geht. Ja, dann hättest du quasi eine Hardware, die wir brauchen würden, um unseren ZX81 in Betrieb zu nehmen, nämlich einen CRT-Monitor. Weil, ähm, weil... Äh, die HDMI-Wandler und das Zeug, was wir da haben, mittlerweile etwas zickig sind, was das Ganze anbelangt. So, und da das Ganze, Pin 1 ist da links oben, ne? da das Ganze ja ein Pico ist, machen wir das jetzt sowieso ganz anders. Wir zeichnen das Teil jetzt ein bisschen nach. Das tun wir weg. Jetzt kann man, glaube ich, hier rechts klicken und dann kann ich sagen, Arc to Line, Arc to Line. Das Ding tun wir weg. Das Ding tun wir weg, das Ding tun wir weg, das Ding tun wir weg. Mehr als einen, das ist gut, nee, wir haben nämlich keinen gerade da. Also. Und ich habe einen noch gehabt, wir haben im Hexenhaus, weil ich das gekauft habe, habe ich beim Hexenhaus einen alten Röhrenmonitor noch gefunden, aber den haben wir so wie er war eins zu eins in Tonne kaut, Also in äh, Elektromüll, nicht Tonne natürlich. So. Da bräuchte man mal ein Projekt, wo man das Ding umbaut zu einem. Es geht mit LCD, das wäre cool. <laughs> Silkscreen top. Wir klatschen uns hier oben. Component Names ist mir zu klein. Hm, haben wir denn sonst noch zur Verfügung? Table small nehmen wir her. Wir klatschen ihm hier eine 1 hin. Dann kriegt er da unten. Das Kästchen hier. Also das WLAN-Kästchen. Das geht von das können wir sogar nachlesen, das kann man nicht. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Zwischen 13 und 14 und das Ganze 1, 2, 3, 4 Pins lang. Zwischen 13 und 14, da. 1, 2, 3, 4 Pins lang und da irgendwie so nach außen. Das muss man ungefähr wissen, wie draufstecken dann. Ja, ich habe auch ganz viele Probleme. Mein Hauptproblem momentan beim zx das kannst du hier erkennen, ist, dass wir die Tastatur zerlegt haben, weil das da oben total gebrochen und kaputt war. Ich das schon mal nachgeschnitten habe und sowas. Ähm, da, sind wir gerade dabei eine, also da sind wir gerade dabei, eine neue Tastatur zu bauen. Oder haben wir eigentlich schon fertig gebaut. Ähm, muss ja ich eine 100 stellen Und deswegen machen wir heute die Platine für die Fallblattanzeige, weil dann kann ich das alles auf einen Rutsch stellen. Ja, ähm, ich hab, wir haben das letzte Mal schon eine Schaltung gebaut mit einem Transistor und ein paar Widerständen, haben aber festgestellt, dass wir da die eine Schaltung mit ne 555 bauen müssen. Ja, natürlich kriegt man die neue, aber die ist nur halb so cool wie alles andere. Wir haben da schon was gefunden. Die gibt es da bei. Die gibt es da beim. Da gibt es die. Ah, die kostet 18 Euro dafür, dass sie nicht mal wirklich gut ist. Und mir eigentlich gar nicht gefällt, so wie sie gemacht ist. Weil unsere wird richtig cool. Unsere wird unglaublich cool. Und für 18 Euro kriegen wir die auch hin. Haben wir gesagt. Und dann haben wir es selber gebaut. Und richtig cool. Und ich habe wieder drei Streams was zu tun. Genau, 20 Euro kriegen wir selber auch hin. Und zwar auch so, dass sie nicht übersteht. Ich glaube nämlich, dass die übersteht. Der hat nämlich eine Höhe von 2,5 mm. Und wenn man mit einem Präzisionsmessgerät nachmisst, haben wir hier nur 1,3 mm. Bedeutet, die steht einen Millimeter hier über. Mag ich nicht. Gefällt mir nicht. Ähm... <laughs> Ja, ich meine die Tasten, ich meine... Es wird nicht schlechter werden wie das. Und ein bisschen Retro Feeling müssen wir schon noch behalten, dass man hier die Tasten widerlich drücken muss. Deswegen haben wir nämlich die Tasten da bestellt. So Takt Switches. Die ganz angenehm zum Drücken gehen eigentlich. Die dann unter die Folie reinkommen. Da drückt man dann eine Folie, haben wir gesagt. Dann kommen die da drunter und dann kann man die relativ widerlich mit dieser Folie drucken. Also von dem her ähm, ist das ein guter Ding und Original Magiker. Das ist so widerlich mit diesem Flachbandkabel da hinten. Und ja, die Tastatur ist echt nett, nett toll. <laughs> Gummibär, was, was hast du gegen meine neue Frisur? Was, willst du mir irgendwas sagen, Gummi? Dann <laughs> kommt da rein und meckert gleich rum. Lob mich um meine Frisur, Gummi. Tu mich loben. Hallo, schimpf den Gummi, dass er mich nicht lobt. <laughs> genau, es kann nicht schlechter werden als der Original. Wir brauchen ein bisschen Original-Feeling dabei. Wenn das Ding total super wäre und überhaupt... Ja. <laughs> Ich müsste halt einfach mal irgendwas machen mit den Haaren. Also, ich müsste es halt mal irgendwie stylen oder so in der Art. Aber das ist viel zu anstrengend. So, dann wieder zurück zu Pulsonix. Wieder zurück dahin. Wir haben jetzt den Socket angepasst. Da haben wir das WLAN-Gedönse. Dann tun wir den hier hochkopieren einfach. Und machen hier den Chip hin. Das ganze Filt. Ah, Holo hat im Übrigen mittlerweile richtig lange Haare wie der Gummi. Also der hat keine kurzen Haare. Nein, nein, nein. Der ist wieder, der ist wieder quasi, schaut wieder fast aus wie ein normaler Mensch. Also der hat kein Glatze mehr. So, und da tun wir USB hinschreiben und dann ist eigentlich für alle klar, die, selbst für die, die nicht lesen können, glaube ich, wo da was hin muss. Oder? Glaube schon. Minus 4 plus 4, damit das ein bisschen symmetrisch ausschaut. So längste Stirn der Welt. <laughs> Geht, da keine Rückenhaare. Wenn er keine, wenn er keine Haare auf dem Rücken hat, es bis zu seinem Popo gehen seine Stirn. Genau. <laughs> ah, so schaut's aus. Wir haben uns alle total lieb hier. Ich habe es schon gemerkt. So Raspberry Pi gezeichnet, gespeichert. Jetzt müssen wir nur noch hier dem Package sagen, du bist ein anderer Footprint und zwar bist du ein Raspberry Pi Pico Patrick Spacey vielen Dank für dein Follow was haben wir denn da oh ich habe da sogar Footprints drin von einem Raspberry cool was ich nicht alles habe. so aber den braucht man so jetzt haben wir da einen richtigen Footprint und das wäre was wir letzte vor, wir bestellen da 7000 Platinen und dann halte ich das Ding drüber, will es festlöten und es macht einfach. Oh -oh. <laughs> so, wir haben einen Raspberry Pi. Das Teil brauchen wir jetzt noch. Und ich bin irgendwie bin ich in der Meinung, ich habe das schon mal gezeichnet. Das wird eine Platine für die Fallblattanzeige. Ich weiß nicht, ob die dich erinnerst, Kummi, die Fallblatt die Fallblattanzeigen, die Flapflaps von der Hami. die gibt es immer noch. Und jetzt machen wir es mal fertig. Und zwar mit dem Raspberry Pi. Und mit Python äh, programmieren und so Zeug. Warum ist da das so? Ne, jetzt nicht mehr. Dann, ähm, wo könnten das drin sein? Wenn ihr das haben hätten, würde sollen, tun mach. Hat es auf jeden Fall mal vier Pins. Aber wo könnt das drin haben? Connectors for Raspberry Pi. Ich tue da einfach zwei Buchsenleisten reinlöten und dann stecken wir den dann da drauf. Wäre mein Plan gewesen. Ach, so eine Federklemm zeugs krass. Wo man quasi seitlich auf die auf die Halblöcher geht. Ja, kann man machen. Aber unser den müssen wir nie wieder raus tun. Der kommt einmal rein und der wird für immer funktionieren. Also da gibt es absolut keinen. Ich könnte nicht sofort direkt direkt einlöten könnte ich ihn, weil er nie wieder raus muss. Mhm. Ähm. <laughs> 29.08.17, also eigentlich quasi gestern, genau. <laughs> ja, was sollten da dran kaputt gehen? Als ob man es beim letzten Stream schon fast geschafft hätten, den mit der Software kaputt zu machen. Ich habe nämlich geweitlockt Genau, vorgestern. Eindeutig. Gummi hat also Gummi hat dasselbe Zeitgefühl wie ich Holo und ähm, ich glaube, du hast ein verqueres Zeitgefühl. Ich, für mich ist 2017 auch quasi vorgestern. Also, ja, passt ist schon. Also, ich glaube, dass man Links posten kann. Es kommt drauf an. Hätte gestern gesagt. <laughs> ähm, es kommt, glaube ich, drauf an, wie, was, wer wohnt. So. Aber ich glaube, man kann, ja, es könnte könnt sein. Ja, es geht. <laughs> Kannst du auch nachschauen in, in Stream im Prinzip ähm, also du musst nicht live dabei sein, Gummi. Aber es freut mich wenn du live dabei bist. Ähm, wo könnte jetzt das Ding drin sein, wenn ich es angelegt haben hätte sollen? Wo könnte es sein? Ähm, es könnte bei aktiv einfach drin sein. schnell schon mal nicht aktiv. Heißt denn das Ding überhaupt? Wie heißt denn das überhaupt? <laughs> Keine Zeit, sagt <laughs> ähm, hatten Wer hat denn das Netzteil überhaupt geheißen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, aber dann zeichnen wir es nach, nützt nichts. Dann bauen wir einen Footprint. Kommen wir nicht drum rum. Ähm, für so eine Stiftleiste. Nehmen wir 1 Bohrung, hätte ich jetzt gesagt. Äh, Insert Pad, Style rund 1 mm. Gibt es da irgendwie Handlöt? Das ist für die 48 gar nicht. 1 mm fertig. Tun wir nicht lang rum. Dann definieren wir das, dass wir es. So hinlegen hätte ich gesagt, dass wir hier Pin 1, 2, 3, 4 haben. Dann haben wir hier quasi Pin 1, dann sind das wahrscheinlich 2,54, oder? Wenn da so ein eine Stiftleiste Platz hat, dann wird es mit 2,54 ausgehen. Ähm, wir können aber einfach mal ein Brettboard nehmen. und schauen, ob das überhaupt drauf gehen wird. So rein grundlegend. Ja, ist sogar wirklich komplett durchgängig ein 254er Raster. Wie man hier sehen kann, das heißt, da sind wir gut drauf. Das heißt, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 mal 254. 5 mal 254. Und dann haben wir da 5,12. 5,18. 5,08 so rum, wenn es hinkriegen wird. Weil da haben wir ein Loch in der Mitte frei. Dann geht sie das genau aus. <laughs> genau, so ist, so ist, so Mücke hat recht, genau. Also die mit dem grünen Schwert vorne dran haben recht. Und genau. <laughs> Dann. Haben wir das soweit footprint-technisch? Dann zeichnen wir einfach lieblosen Rahmen drumherum. Der hat 23, da wir jetzt den Kondensator auch noch mitnehmen würden und das müssen wir eigentlich fast. Dann haben wir 25. Nein, wir machen es ganz anders. Wir gehen jetzt wirklich von dem Mittelpin aus, von dem ersten Pin aus, aber haben wir haben die Koordinaten auch da da gehen wir 23 rüber. Du bist bei 23. Ja, oder kommt es hin? Ja, mach mal 22. Mach mal 22. Dann geht's von dem Darüber circa minus 2. Ist nicht hier der Koordinatenursprung? Nicht. Z Koordinaten Origin. Z Symbol Origin minus 2. 21. Ne, was habe ich gesagt? Nicht 21, sondern Chat, aufpassen. Was hat er gesagt der Ihaio? 23. So <laughs> und nach unten geht das ganze minus eins. Minus 1. So knapp dann aber, das passt schon. Minus 1 und nach oben haben wir so ungefähr plus minus so. Ja, sagen wir 16,5. 16, 16 wird zu wenig, 16,17 wird zu viel, 16,5 passt schon. <laughs> Ihr könnt es ja, ja im Discord weiter streiten, wenn es wollt. So, und dann haben wir hier noch so ein bisschen so ein bisschen Platine nach innen. Da. Und gut ist. Mehr machen wir da gar nicht. Das muss reichen. Ähm, component Name. Attributes, das klatschen wir da mittig rein. Dann markieren wir das ganze Ding, einmal einfügen und machen das im Fertigungsdaten Top. Du bist Attributes, du sollst aber Component Names sein. Und das Ganze nochmal Style Assembly Medium auf dem Layer Assembly Top. Ich habe zwei Layer immer. <laughs> das kann natürlich auch passieren, Gummi. Ich habe immer zwei Layer. Ich habe einen normalen Bestückdruck-Layer, der auf die Platine gedruckt wird. Das ist der, ähm, der Silkscreen-Top-Layer. Und ich habe immer noch einen Assembly-Top-Layer. Das ist der Fertigungsdaten-Top-Layer. Der wird auf die PDFs gedruckt und geht dann auch über Pads und so weiter drüber, dass man quasi immer alles dann erkennt und sieht. <laughs> so wäre der Plan bei dem Ganzen. So habe ich das mal mir überlegt gehabt. So, die Kamera kann ich jetzt eigentlich dann auch schon wieder ausblenden. Dann brauchen wir noch ein... Ich fände es total nett, wenn du snappen würdest. Das fände ich richtig nett von dir. Jetzt mach das. Dann braucht man noch Layer Topside E Model Placement Body Height. Das Ding hat eine Höhe von... Sagen wir mal, sagen wir mal, plus minus. Wenn wir jetzt die Platine mitrechnen, das müssen wir ja. Eigentlich müssten wir nur unten das mit Pins mitrechnen. Sagen wir mal 14 mm. Sind wir auf der sicheren Seite. Da malt er uns dann ein Kästchen hin. Und das Ganze nennen wir. Was war denn das für ein Teil? Jetzt muss ich noch mal reinschauen beim beim Amazon, was ich da bestellt habe. Bestellungen ähm, 130 Volt. Schalt. Wir hatten das Ding, ah ja, das ähm, da ist Schaltnetzteil. Da das hier aussieht, was das für eins ist. Komm schlaf gut und ich hoffe mal, dass wirklich 4.30 Uhr die Nacht vorbei ist und du nicht früher von einem Geschrei geweckt wirst. Also ACDC 5 Volt macht er von 230 Volt. Das billigste und schäbigste, was wir finden konnten. ACDC 230 5. Ne, ACDC 230. Das 5 machen wir dann separat. So, dann haben wir wahrscheinlich aber einen Schematic Active 4 Pins für ACDC. Haben wir schon. Genau, also können wir jetzt einfach ein Part anlegen. Das ist so ein Träumchen, wenn man so viel Zeug schon hat. Ähm Wie nennen wir das Ding? Wir finden es ja sowieso nie wieder, ne? ACDC, Jo Mile Jo Jo Miel, Jo Meil, 2.30, 5. Hope, grüß dich. Ich drücke ihm trotzdem die Daumen, dass er dich heute weckt, Auf gut. Da kopieren wir das alles rein, das nennen wir einfach, wir nennen es IC, wir lassen es bei IC, alles gut. Sehen wir mal jetzt so genau, ACDC230, weiter, weiter, 4 Pins, ACDC4-Pol, weiter, Lieferant, Mail. Wir schon finden. Und wir klatschen es so zu aktiv rein. Da passt es schon hin. Dann haben wir hier die Gates. Pin 1 ist L, Pin 2 ist N, Pin, das ist Out und das ist Günther. Dann wir es VCC. Dann haben wir hier L auf Pin 4. Ich mache es jetzt einfach 1 zu 1, wie es hier auf dem Ganzen auf der Platine aufgedruckt ist. N ist Pin 3. VCC ist der Plus, das ist der Pin 2. Und Ground ist Pin 1. Also hier haben wir Ground. Out. VCC. Hier haben wir N, das ist der untere. Hier haben wir L, der obere. In unserem Fall haben wir 48 Volt, nicht N und L. Von dem her haben wir da ein bisschen mehr Toleranz und es klappt gerade so, dass er damit 5 Volt machen kann. Dann würde ich sagen, ich braucht nun einen Kondensator. Und da muss ich jetzt mal ganz schnell was nachschauen, weil der Kondensator hat. 1,5 Mikrofarad bei 100 Volt. 1,5 Mikrofarad bei 100 Volt. Jetzt blende ich euch doch die Kamera wieder ein. Der da, 1,5 Mikrofarad bei 100 Volt. Jetzt muss ich gerade mal schauen, weil ich habe hier ein Design Kit. Und da könnte glaube ich sowas passendes drin sein. 1,5 Mikrofarad. Was haben wir denn da für Kondensatoren drin? Das wir mal schauen. Die sind auch nur hier. Okay, da sind wir nicht so viele. <laughs> ne, 0,15 Mikrofarad haben wir da nur. Ne, der Rest ist leider nur Spulen. Das ist schade. Der Rest sind Spulen. Dann haben wir da schon mal nichts Passendes drin. Schade. Hätte schön gewesen. Und ansonsten, Kondensator-technisch mit viel Spannung schaut es eher schlecht aus. Aber jetzt schauen wir mal ganz schnell rein bei Wirt, was die haben. Weil wenn die was haben sollten, dann kriegen wir das relativ einfach geschickt. Dann haben wir was fürs Projekt. Produkte Dann passive Bauelemente. Ganz schnell mal hier noch kurz. Oh, ähm, Moment da. Zack. 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 So. Kondensatoren. Haben die Folienkondensatoren? allgemeine Anwendung. WKPFDBE. Das wäre Hochspannungstechnik. Schauen wir mal in normale Type rein. Wir brauchen Pitch. Ah, der ist uns egal. Den nehmen wir nehmen einfach den her, den wir da kriegen. Wir brauchen eine, einen Kondensator von... 1,5 Mikrofarad, die da. Und 250 Volt, wenn das die Spannung ist. Ja, den hätten wir sogar hier. ne? Den hätten wir sogar hier. Design Kit 890010. Was ist das für ein Design Kit? Da wären die alle drin. Design Kit können. So ja dann, warum habe ich das nicht? Warum habe ich das Design-Kit nicht? Ah, zum Glück kommt nächste Woche wird vorbei. Ähm, 1,5 Mikrofarad, den da braucht man. Schauen wir mal, wie groß der ist. Der hat Maße L 26 mm im Vergleich zu 26 mm und eine Breite W von... 7 Millimeter im Vergleich zu 7 mm. Als wäre es genormt. Ne? 100 Volt, 1,5 Mikrofarad. 100 Volt, 1,5 Mikrofarad. Ja, dann haben wir genau den. Nehmen wir den her. Hätte ich gesagt, oder? Dann kann man nämlich entweder die ausbauen von den alten Flapflaps oder einfach einen neuen. Das ist ein guter Plan. Sagt es, dass es ein guter Plan ist. Stimmt's mir zu, wie gut der Plan ist. Ähm, F Durchmesser F 1,1 mm Durchmesser will er haben. <laughs> Toll, wundervoll. Ein sehr guter Plan. <laughs> Dann schauen wir mal, ob wir... Da haben wir sowas ja schon. Ich meine, warum nicht, ne? Wie heißt der bei Wirt? Der heißt 890273. 890, ne, da haben wir schon mal gar nichts. CLK. C-Folie. Hm, schaut nicht gut aus. Aber Edit Footprint in Library. Was bist du für einer? Pin 22,5. Den speichern wir jetzt als Pin. Abstand P ah, 22,5. Länge 26,5. Wir, äh, wir haben 26. Und Breite haben wir 7. W war 7 und Höhe haben wir 16,5. 16,5, so speichern wir den jetzt. Dann haben wir hier, L haben wir gesagt 26, also hier 13, 13, 13, minus 13, minus 13, Minus 13. Die Breite passt und die Höhe müssen wir hier anpassen mit Höhe 16,5 mm. Perfekt. Und du bist 1,1 mm. Was will man mehr? Speichern. Zumachen. Library. Parts. Wizard. Weiter. Normales Part. Wir nehmen die Bezeichnung von WIRT, Die Beschreibung von WIRT und CC. Weiter Footprint C Folie. Zweiundzwanzig Komma fünf. Der da war es. Weiter, weiter. Da haben wir auch nur zwei Pins, bitte. Einen C Generic. Nicht verpoltes Teil. Dann haben wir einen Value von 1μ 5 100 Volt ist der Value. Add Lieferant Word. Add bestellnummer der Vollständigkeit halber. Steuerung C, Steuerung V, okay. Weiter, Passiv. Freigabeverletzung aufgetreten. What? Noch nie gehabt. Das ist eine Freigabeverletzung. Abbrechen, close. Parts. Passiv. Bissert, weiter. 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 Folie. C-Generic. Weiter. Add Value. 1U5. 100 Volt. Weiter. Ich aufgetreten. Warum? Warum machen Sachen? Dev -Pulsonics Libraries. Ähm, PCB Foot Warum machen Sachen? zur ähm gute Frage, was macht er jetzt? Warum macht er das? Parts passiv. Passiv. Das würde mich schon interessieren. Index. Ja, Lässt sich bearbeiten und alles. reset. reset der C Da haben wir C Folie. Weiter, weiter. C Generik, weiter. Weiter, weiter, einfach mal weiter. Freigabeverletzung aufgetreten. Wenn ich es jetzt so die woanders reinspeichere und mechanical. Da geht's. Was hat der gerade für ein Problem? Mechanical Move nach Passiv. Freigabeverletzung. Mach wir mal zu. Da haben wir eh nichts geändert. Mach wir es nochmal neu auf. Have you tried to turn it off and on again? Dann haben wir, also in Layer habe ich geändert. Dann haben wir hier Library, Parts, Mechanical, Dista Move nach Passiv. Ja, jetzt geht's. Hat da irgendwie irgendwas irgendwo gemacht. Also wir haben den Raspberry Pi. Ich habe jetzt irgendwas vergessen? Sind da nicht mehr Teile drauf oder wie? Schaut so aus, gell? Ähm, dann machen wir neue Schematik. Standard A4. Dann haben wir einen. Nehmen wir mal gleich das, was wir so als Herzmittelstück haben. Ich hätte gern mehr als wie, wo zwei Pins. Wir nehmen den Picker. Das ist quasi unser Herzstück. <laughs> Dann. <laughs> Nein, das gibt es nicht. Soll ich das hinzufügen? Soll ich da unten ein Sondersymbol dann einfügen? <laughs> ähm, wir haben in Raspberry, wir haben, wir, wir haben unser Aktiv vier Pins ADC UMIL das da. Schau aus dem Raster, ich kriege einen Vogel. Das tun wir ganz oben hin. Spannungsversorgung machen wir jetzt mal da oben dann gleich. Ein Block mit Spannungsversorgung. Wir tun uns nichts davor und danach hin. Also der hat Kondensatoren drauf und das hat auch Kondensatoren und Ende. Also da tun wir nicht irgendwie noch ähm, extra Schnickschnack machen. Das tun wir nicht. Ähm. Wir brauchen aber irgendeinen zweipoligen Steckverbinder, die auch als Leuchtmittel dienen können. Ja, einfach ein Widerstand mit zwei Pfeilen weg, oder? <laughs> wir brauchen einen Connector, zwei Pin. Schauen wir, was wir da so haben. 3,5 mm, 5,08, 3,5 abgewinkelt geschlossen. 3,81, 2,5, 3,5 finde ich ganz okay. Das glaube ich soll passen. Also warum das Ding aus dem Rastisch, das tiltet mich gerade schon wieder mega. Edit Footprint Standard White Background. Nein. Haben wir da noch das Standard? nee das ist nicht da unten irgendwo, oder? Ne. Ähm Aber liegt halt da komplett aus dem Rast da draußen. Warum auch immer? Warum auch immer. Set symbol origin. Set koordinat origin. Speichern wir mal. Reload. So, jetzt liegt er wenigstens hier auf dem Raster, aber Was macht denn der da? Irgendwas gefällt mir da gerade überhaupt nicht. Component Grid. Koordinaten Origin, bitte. Koordinaten Origin. So, jetzt hat er die Punkte. Ich weiß nicht, ob man das im Stream überhaupt sieht, aber da sind ja diese Punkte vom Raster. Jetzt passen die. Jetzt kann man das nämlich da rausziehen, wo es hinkört, Auf die passenden Punktchen. So und so. So und so. White Background Value kommt dahin. Component nehmen kommt dahin. Speichern. Das ganze nur ein Tick rüber. Und das Ganze nur ein Tick hoch. So, ja, das tun wir nicht ganz so draufkleben, oben und unten eins Abstand, dann gefällt mir das auch. Und wir haben noch Technology, dash Du und Du, Merch, Du, du und Du, Merch. Da braucht man nicht so viele verschiedene, weil da habe ich nur die falschen drin. Attributes, Component Names. Ist ein altes Bauteil von früher und da hatte früher hatte andere Schriftarten und so weiter mal. Das habe ich irgendwann mal umgestellt. So, jetzt passt das auch. Und, und man sieht ja, das IC2 schaut anders aus wie das X1. Und das habe ich irgendwann mal umgestellt. Und wenn man jetzt auch nur sagt Reload und die Position nicht lassen, dann schiebt das also hin, dass man es lesen kann. <laughs> die Leuchtmittel riechen aber immer komisch. Ja, das ist leider Gottes so. Ne? Dann... Ja, das Ding nennen wir 48 Volt L. Das Ding nennen wir 48 Volt. Dann nehmen wir halt ein N und ein L, weil soll man es sonst bezeichnen. Die Haltbarkeit ist sehr schlecht. Ja, das ist quasi, ähm, wenn man es unter Schutzatmosphäre benutzen würde, wäre es vermutlich besser. Würden es vermutlich länger leuchten, die Widerstandsleuchtmittel. <laughs> so, und da hinten raus kommen wir jetzt da eh schon direkt mit 5 Volt. Ne? 5 Volt. Und gund So. Oh, mach, machst du bitte Ecken. Oh mein Gott. Orthogonal. Jetzt macht er. Jetzt wollte er da echt ganz beinhart Dings machen. Ne? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Wir könnten dem aber. na, wir haben da kein... Wir haben da nichts passendes. Nee, das schaut da nicht so gut aus. Das lassen mal so. Die geplante Obsoleszenz, die scheint schon sehr. Sonst also jetzt mindestens die Garantiezeit überleben. Ne? Wäre immer das Gute an dem ganzen Zeug. So, wo haben wir jetzt eigentlich... Wir haben das? Wir haben den da dran gehabt. Wir haben den da dran gehabt, den Raspi. Und wir haben ihm... Ne, da oben haben wir dran gehabt. Da war er. Wir haben ihm auf Pin... Drei Masse gegeben. Also wir haben ihn gar nicht versorgt, aber muss ich jetzt da rein? Mit den 5 Volt, das haben wir gar nicht gemacht gehabt. Muss ich da bei V Bus rein oder wie? V Bus oder V Süß? So ja, gute Frage, V Bus wird die Spannung vom USB sein, oder? Würde ich mal tippen. Und was ist Vsys? Ich muss mal nachschauen. Ich weiß das gar nicht. Ähm, Vbus und Vsys. Vbus, Vsys. Sagen so, wir, wenn wir eine Glocke scheren mit Vsys Monitor. Vsys, wird EDC, das sind die v weil 3,3 Volt haben wir nochmal separat, Raspberry Pi, Pico, V-Bus, V-Sys. Grundlagen der Energieversorgung, das klingt doch schon mal gut. V-Bus, da will er 5 Volt vom USB haben. VSYS können 1,8 bis 5,5 Volt sein. Ähm das klingt dann gut. Dann könnte man nämlich. Dann geben wir einfach auf VSYS die 5 Volt drauf. Oder man könnte 5 Volt über den V-Bus-Pin ohne USB-Speisung. Oder wenn, oder 3,3 Volt über 3,3 Volt Pin wird auch gehen. Natürlich gehen wir mal einfach auf die V Süß drauf. Ja. V Süß. Xerix, grüß dich. Weil da sind wir relativ relativ beschränkt. Und da können wir im... Ähm, ähm, wenn der Raspberry Pi kommt, und Fahrzeug mit nur, das steht am Pin 40, keine 5 Volt zu Auf dem Pickerbot verhindern eine Diode auf dem Schalberblatt. Das Zurückfließen des Stroms zum Pin 40. also das ist die da. Da ist eine Diode drin. Ähm. Um, und der Mikro ist sind rational, 5 Volt als und gleichzeitig, wenn das doch kürzer wird, wird die Landwirte, der Mikro dann in und Ergänzungsschaltung, Pikern, dann muss mit 10 AT oder Ja. Was soll denn da schon großartig passieren? Da braucht man jetzt kein so äh, Spannungsdings-Action-Zeugs machen. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Das braucht man nicht. Die 5 Volt sind ähnlich, also da tun wir nicht lang rum. Also wir gehen an die V dran. Wir nehmen unsere 5 Volt und gehen da ans V -Sys. Und gut ist. Die Grounds brauchen wir auch noch. Wenn er sich kopieren lässt. Wenn er sich kopieren lässt, einmal. Zweimal, dreimal, wenn man denn überhaupt alle braucht. Ich bin ja immer überzeugt davon, dass die eher auf der Platine schon verbunden sind und der die wahrscheinlich nicht alle mit Masse verbunden benötigt. Aber Pin 23 ist. Ah ja, vielen Dank für den Hinweis. Hätte ich wieder einen übersehen. Und vermutlich wäre es trotzdem lang. Wahrscheinlich reicht es, wenn ja man einen davon verbindet. So, zack, 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 da braucht man nichts, da hängt was dran. Wir haben den ja auch so komplett autark betrieben. Die 3,3 Volt, die da rauskommen, die geben wir eben gleich mit 3,3 Volt an. 3V3 Out. Die braucht man nämlich für unseren Sensor. Ich speichere jetzt mal zwischendrin. Nur so zur allgemeinen Info. Wir haben hier im Übrigen Flap Flap CD Software neuer Ordner ähm, Hardware. Na, Platine. Also sonst müssten wir CD auch wieder da rein kopieren. Flap Flap RP LP Oh, boah, keine Versionsnummer nochmal dahinter schreiben, weil das macht jetzt ja GitHub. Ich tue das immer im Übrigen relativ zeitnah nach dem Stream immer hochladen auf GitHub. Also das Zeug ist echt immer sehr aktuell auf dem GitHub oben. Also da könnt ihr ab und zu reinschauen. Da habt ihr auf jeden Fall ähm, immer das Aktuelle drauf, was wir gerade so gemacht haben. So, dann müssen wir schauen, wo, wir, was, wie, anschließen. Wir haben jetzt die Spannungsversorgung doch so komplex wie da oben. Wir haben unseren unseren. Pico mit Spannung versorgt. Jetzt müssen wir mal unser Notepad Plus aufmachen und schauen, wo wir was dran gehabt haben. Wir haben nämlich GP17 und GP16 benutzt. GP17 und 16, das waren die zwei. Und da haben wir aktiv Number of Pins 6 da haben wir nämlich unseren. Na, wo ist er? Wo ist er? Weg ist er. Hat er jetzt nur die Pins, die er im Schaltplan drin hat, oder? Oder. Ah, ne, wir haben einen Infinian-Ordner, einen eigenen. Ich muss ja gleich bei aktiv schauen. Doch, sechs Pins. Ähm, wir haben unseren. TLV et. Der hat die 3,3 Volt gebraucht. Und die Ground braucht er auch. Dann kriegt er aber noch, weil wir es können, Passiv 2 Pins. Der kriegt noch einen C-Kerko- 0805, 100 Nanofarad Kondensator dazu. Damit wir ein bisschen Glettung drin haben von der Spannung. Den, den Tumor, genau. Raumbälle, gute Nacht, schlaf gut. Genau, liegt unter den finden Ich habe vergessen Aphol zu für die Lieferanten separat an. Ist aber eher die Seltenheit, dass ich das mache. So, und jetzt müssen wir schauen. SCL ist 17 und SDA ist 16, natürlich. Genau so, wie es hier nicht ist. SDA ist 16, SCL ist 17. Zack. Und schon haben wir den dran. Das war jetzt gänzlich einfach. Dann haben wir noch den. GP20 benutzt gehabt. Sind wir da irgendwo mittig reingegangen oder wie? Ja, bin ich. Ja, ja, ich sehe es. Da bin ich mittig drin. Den GP20 haben wir benutzt und da sind wir gegangen auf unsere. Jetzt schieben wir das da ein bisschen um. Da kriegt ihr jetzt ein Mock dran. Und zwar aktiv 6 aktiv. Pins apply und zwar den SMD Mock kriegt er da dran. Und zwar Pin 26 haben wir was habe ich gesagt. Also wenn ich so hinkriegt, dass sie gp20 Pin 26, genau. Und zwar mit einem Vorwiderstand. Passiv zwei Pins. R0805. Generic GP20 und das geht wieder gegen Masse. So, dann haben wir nämlich den Mock. -Hangst. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, was wir für eine den für Vorwiderstand brauchen. Mock 3043. Den haben wir irgendwo schon aufgehabt mal, oder? Mock dreißig dreiundvierzig. Onsem Mock dreißig dreiundvierzig. Wir haben eine Diodenspannung. Eine Diodenspannung von Emitter 1,5 Volt, 1,25 typisch. <laughs> ähm und Leak Trigger haben wir 15 15, was haben wir? Mock 30 m. Mock 3043 SM, ja, M, also 5 mA. 5 mA bei maximal 1,5 Volt. Das heißt, wenn wir unsere 3,3 Volt nehmen, minus die 1,5 Volt ähm, und das dann durch 0,005 mA, sind wir 360 Ohm. Das heißt, wir nehmen hier jetzt einfach 470R und gut ist. So. Dann sind wir im Maximal-Rating. Wird schon klappen. Wird schon klappen. <laughs> Na, erst 1, 2, 3 und dann 4 Triaks, die brennen müssen. Ne? Wenn dann müssen wir das schon korrekt machen, Hollo. Dann wieder aktiv. Wir haben drei Pins. Wir haben einen. Was war denn das für einer? Ich habe es schon wieder vergessen. Der da. Elela BT835 heißt das so. T835, der da. Etz. Dann. So. Muss man dann schauen, dass wir da richtig rum sind, ne? Nicht, dass man den dass den wieder jemand falsch rum anschließt müssen wir jetzt dann gleich noch mal ins ins packet schauen t1 unten äh, nee, das ist der bezeichner das ist nicht die pin-Anschlussnummer müssen wir dann schauen nicht dass wir da falsch rum sind das wäre nicht so gut haben wir ja schon die erfahrungen was passiert und die müssen wir nicht öfter machen, diese Erfahrungen, hätte ich gesagt. Hat bei der Kaffeemaschine gereicht. So, R, Viertelwatt Generik, zack. Dann braucht man hier einen, hier einen. Da haben wir ein K. Gegen Wupp Wupp müssen wir das da nehmen. Show net name. Show net name. Da müssen wir Ah, ja, gut gefallen, tut's mir jetzt nicht, ne? Hm. Wir nennen das da oben P Ground. nehmen wir, nehmen wir das P Ground Dings daher. Und wir lassen das 48N, taufen wir das. Und dann nehmen wir noch die 24 Volt und hängen die da dran. Und das nennen wir aber dann 48L. So. So gefällt mir das jetzt. Weil dann können wir nämlich den da unten dran hängen. Und dann braucht man auch den Motor tun wir auch steckbar machen, gell? weil den tun wir nicht anlöten. Das fangen wir nicht an. Den Motor müssen wir auch steckbar machen. Ähm, da braucht man einen Connector 4 polig. Das andere vier, das da. Ähm, 3,5er 2,5er, ja, der glaube ich gefällt mir, oder? 2,5er, JSD mag ich keinen haben. Nö, der da 2,5er Raster, das reicht. Was haben wir da oben für einen Raster genommen gehabt? 3,5 ja für die 48 Volt da oben 3,5 da 2,5 da kann man schon nicht irgendwie blöd verstecken oder so das gefällt mir doch doch das passt so so das dahin dann so wie da im Prinzip die zwei Grauen kommen da drauf und da braucht man da braucht man wie beim Original oben VCC Motor, also die 48 Volt machen. 1 zu 1 übernehmen. Die 48 Volt kommen hier rein und die 48 Volt nehmen wir auch von da raus. Und dann müssen wir noch den Kondensator dazwischen hängen. Passiv. Jetzt haben wir ihn ja mittlerweile hat er sich anlegen lassen. C-Folie, C-Folie, nee, den haben wir nicht C-Folie genannt, sondern das ist, äh, wie hat der geheißen? ist einer von denen da? Das Charging Hä? hat dann doch nicht drüber kopiert. 890. 890. Gibt es keinen. Aktiv habe ich ihn reinkopiert. Statt dann 8. Das ist einfach weg. Also nicht mehr auffindbar. Parts passiv. 890. Da ist er. Hinzufügen? Passiv. Kein 890. 890. Hä, ich habe zwei Pins eingeben? Äh. Sind das keine zwei Pins, was der hat oder. Ich weiß es nicht. Zu kompliziert. Muss man nicht verstehen. So, und der hat einen New Value 1,500 Volt, haben wir gesagt. Okay. Das muss man jetzt nicht verstehen. Dann haben wir das, das, das. Das gefällt mir soweit alles. Der Mock mit Zero Cross gefällt mir auch besser. Die 1K haben wir da, dann müssen wir uns noch den T835 ganz, ganz, ganz genau anschauen. Und zwar haben wir A1 Edit Part in Library. Der A1, also der, der am Gate ist, wäre links unten. Der, der am Gate ist, ist links unten, genau. Gate ist rechts. Unter T-Anschluss oben. Der A2 ist das Tab jeweils. Ja, dann, dann passt es. Ja. Gott sei Dank. Dann haben wir da schon mal vielleicht richtig rum angeschlossen. Also, Leute, was fehlt jetzt? Was fehlt? Na, hm. haben wir nicht, oder? Haben wir nur irgendetwas drauf? Glaubt nicht, oder? Hat der Raspberry Pi Pico eine RTC? Das wäre jetzt nur interessant. Ein Rauchgenerator, Tobi. Hat der eine RTC drauf? Raspberry Pi Pico RTC. Oder müssen wir da irgendwie, heißt der R2, genau. Oder müssen wir da irgendwie so ein... Müssen wir da irgendwie so? Weil die Dinger haben ja extern, die kennt man ja. RTC mit NTP-Zeitserver einstellen. Grundlagen zum Timer. Da haben wir RTC. Aber der hat eine eigene RTC drin, ne? Wird die Echtzeituhr des Mikrocontrollers in der Silage gelegen dann den das ausgeben? Ja, dann passt es. Ja. Ja, dann muss es jetzt einfach über die. Das muss es einfach übers WLAN holen. Zweiter, ne? Es gibt eine Technik, was machen, jetzt noch machen kann. Ja, und Stromversorgung ist mir völlig wurscht. Ein dritter Absatz. Ah ja. Genau, da geht es um verlieren. Aber das ist mir egal. Weil der soll sich das einfach übers WLAN dann holen und fertigen. Wenn es mal kein WLAN gibt, dann haben wir halt einfach Pech gehabt. Dann zeigt halt auch keine Uhr an, die Fallblattanzeige. Wir können jetzt natürlich schon, wenn wir hier vielleicht zufälligen Schaltplan haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pin von unten. Das wird jetzt genau der sein, den wir verwendet haben. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der sechste von unten natürlich. Wie sollte es anders sein? Dann klatschen wir den auf den 19er und wehe. Wehe der hat eine andere Verwendung. Und dann packen wir einfach für sicher ist sicher. Eine Buchsenleiste, nee, Stiftleiste muss sein, 4 Die nennen wir RTC. Ähm, ist der 5 polig sind... Die 28 Dingsbums 32, äh, 31, 5polig. Da müssen wir 5polige RTC, äh, 5polige Stiftleiste reinpacken. Stiftleiste 5polig. Pin 1 ist Masse. Behaupte mal, weil er geht hier auf den nächsten das ist ground. Pin 2 ist frei, Pin 3 ist... Der daneben. Der da, Pin 4 ist. Der da, hier können wir eins rüberschieben. Und Pin 5 kriegt 3v3. Dann haben wir es nämlich vorgesehen. Für den Fall, dass wir es gerne hätten, können wir da dann unsere ähm, 32, 38, ich kann es mir nie merken. Unsere 32, 31 dranhängen. Ja. Das passt. Dann haben wir das. Sicher ist sicher. Darf ich die jetzt wieder RTC nennen? Super. Perfekt. Schaut nicht schlecht aus, oder? Und mehr haben wir nicht. Fällt euch noch was ein, was wir hinmachen könnten, rein theoretisch? Ich meine, wir könnten natürlich. Meiner LED hat der Raspberry selber mit draußen. Anstatt, wie gesagt, macht man nur irgendeine LED hin, die im Sekundentakt blinkt oder so, oder, oder, oder kurz aufleuchtet. Aber das kann man mit der internen vom Raspberry, glaube ich, auch machen. Müsste glaube ich gehen, oder? Die kann man ansteuern, oder? Macht halt Sinn. Also von dem her gehen wir aus, davon aus, dass es geht. Was wir noch machen können. Weil ja, die sind wir ganz nett, finde ähm, Aktiv, zwei Pins. LED 0805 Rot. Et, das ganze Zeug ein bisschen komprimiert hier. bisschen komprimiert alles. So. Wir können nämlich das finde ich immer ganz schön. noch eine aber schön, also im Sinne von schön zeichnen kann ist gerade aber nett. Ich muss echt das Ding da unten mit verschieben. So hässlich wie es ist, nützt nichts. Und zwar finde ich es immer ganz schick, wenn man eine. Wenn ich ich kriege es echt nicht irgendwie schön hin. Ne? Wenn man eine LED hat, die parallel zum Optokoppler geht. Weil dann sieht man nämlich, wenn der Optokoppler. Äh, die, hat man, also die hat man über ein Dings, nicht über ein Raspberry Pi. Ähm, die hat man nicht über ein Raspberry Pi. Doch, die haben die wir. Ah, die Spannungsanzeige Hammer. Und zwar hat er die drauf. Also der leuchtet wie ein Christbaum, wenn, wenn 5 Volt da sind. Die haben wir hier, die LED. Also das ist die da. Da ist eine LED drauf. Da kann man es erkennen. Die leuchtet wie ein Christbäumchen. Also die haben wir zum Glück, die Erkennung. Aber das finde ich immer ganz, ganz schick, wenn irgendwas zumindest leuchtet, dass man sieht, okay, jetzt sollte der OptoTriac geschaltet sein. Dann weiß man, was los ist. So, dann klatschen wir das Ganze in äh, Tools, Translate to PCB, ab die Post. Jetzt müssen wir uns nur noch eine Sache überlegen. Und zwar, wie man das ganze Zeug hier jetzt unterkriegen. Weil wir haben ja hier drin, äh, hat man hier schon ein bisschen Platz. Also das sieht man ja im CAD-Modell. Ein bisschen Platz hat man hier und hier. Aber das war es dann auch schon. Das ist Minuten und Stunden. Warum? Oder mein Studio würde es mit einer Platine beide integrieren. Das ist dann schon wieder ganz schön aufwendig, weil da müsste man nämlich den Drehlagesensor zweimal verbinden. Wir müssen das alles irgendwie rüberverkabeln mit I2 c ist das. Ähm Achso, wir wollten nur die Dings berechnen, Widerstand berechnen, fällt mir gerade ein. Machen wir auch noch gleich. Äh, wir müssen, äh, müssten dann den I2c hier rüberverkabeln, irgendwie zum nächsten. Modul und so weiter. Wir müssten im Prinzip alles, was wir jetzt hier haben, doppelt auslegen. Den Mock doppelt auslegen. Den ähm, Sensor doppelt auslegen. Bei dem, was der Raspberry Pi Pico kostet. Nee. Nee. Rentiert sie echt nicht. Da tun wir im Zweifel. Also, da, da tun wir, wenn wir wirklich sagen, das wäre uns jetzt zu, wenn wir jetzt wirklich sagen, das ist uns jetzt zu aufwendig, dann könnten wir immer noch, da eine zweipolige Stiftleiste vorsehen Uart 0 Rx und Tx Stiftleiste zweipolig dann könnten wir rein theoretisch wenn wir das möchten könnten wir den zweiten Raspberry Pi sagen du bist doof. Und du hörst nur auf die Serielle Schnittstelle und wenn da irgendwie was kriegst, dann stellst du es anhand von dem an deinem Fallblatt ein. Und der erste Raspberry Pi wird dann quasi über die Serielle irgendein Protokoll rausgeben, wo dann quasi ein zweiten Raspberry Pi befüttert. Das könnte man, das kann man vorsehen, das frisst der kalbrot. Das machen wir. Wir wollten noch den da berechnen. Da bin ich vorher irgendwie von irgendjemandem abgelenkt worden. Wir haben, also ich wollte zuerst schauen, ob es richtig rum ist. Wir haben eine. Wir haben eine... Oh, bottom, bottom, bottom. Load. TW 50 IL I e Gate. Wir haben hier 25 BTA. Was haben wir für ein drin? BTYP wahrscheinlich, ne? Wir haben einen Spannungstrop von 1,3, der uns abfällt. Und wir haben einen Strom von 50 mA. Ja. Schaut gut aus. Wir haben also die 3,3 minus die 1,3 Volt. Bleiben also 2 Volt übrig vom Raspberry Pi. 2 Volt äh, ne, da sind wir jetzt wieder falsch. 48 Volt, ist den Fehler haben wir schon mal gemacht. Ne? 48 Volt minus 1,3 haben wir gesagt, das lassen wir. Ähm, wir brauchen aber 0,50 50 da braucht niemals so viel, oder? 0, 0, darfst du bitte hier was eingeben? 0,05 ähm, 25. Wenigstens einer, der aufpasst. Sehr gut. Also, nun kann man, wenn wir man die 25 mA nehmen, Max, wir reden immer von Maximalstrom. Ne? So viel, wie er niemals brauchen würde. Dann hätte ich gesagt: 25. Da haben wir hier die 2K in etwa. Dann. Muss ich schauen, was ich da habe? 2K. Habe ich glaube ich sogar da. Dann klatschen wir da Component Value 2K rein. Das müsste dann auf jeden Fall reichen. Ich glaube, wir haben das letzte Mal, was haben wir das letzte Mal reingepackt? ich erwarten das? Der da. Wir das letzte Mal 12K reingepackt, kann das sein? Nee, 20k. Kann das sein. Oder da 20k. 10k, 20k. Rot ist. 1. 10k. Haben wir das jetzt schon mal drin gehabt. Runter kann man immer noch. Wir gehen mal hoch genug hin. Wenn es da nicht schaltet, dann können wir immer noch runter gehen. Lieber oben anfangen. Es funktioniert nicht, als wie zweit unten anfangen das es brennt. Oder? Seid ihr da oder dabei? Weil war da ja eben, habe ich hab gerade irgendwo liegen gehabt oder so. Und alles andere habe ich irgendwie nicht gehabt. Irgendwas war da. So, Dann müssen wir uns jetzt überlegen. Wir haben gesagt, das Ding, also die Originalplatine, steht ja auch da hinten raus. Ne? Da war ja was. wenn wir das Original anschauen. Das war ja hier so geschraubt und stand ja hier hinten auch ewig so geschraubt und hat ja hier hinten auch diese riesen Warze rausgemacht. Das heißt, da brauchen wir uns eigentlich mal keine Gedanken machen, wenn wir da irgendwie zu weit rauskommen oder so, aber ich würde gern ich würde gern den auch wieder hier schrauben, so wie man es mal vorgesehen hatten. Das müssen wir jetzt halt schauen. Wir müssen da ja auf die Oberseite, müssen da ja hier hin von unserer Platine. Wir müssen nicht mehr unten hin, sondern wir müssen hier oben uns anschrauben, weil wir da oben ja mit dem Sensor hin müssen. Bedeutet, das können wir mal wieder wegblenden. Bedeutet, wir müssen da an das Gehäuse schrauben. Da habe ich auch schon zwei Löcher vorgesehen dafür. Dann können wir nämlich das Teil bearbeiten, weil die Ausnehmung, die wir da jetzt reingezeichnet hatten, die da, die war ja nur für, dass wir unsere Kabelplatz Platz haben. Ähm, da könnte man jetzt rein theoretisch. Ich ignoriere dich nicht, Holler. Wo ignoriere ich dich? Hä? Ah, da ganz oben hast du Taster da zum Nullen geschrieben. Ein Taster da zum Nullen? Nee. Ach, das wäre ja total. Also das wäre ja... Na, das ist viel zu sinnvoll, Hallo. Weißt du, wie sinnvoll das wäre? Das können wir nicht reinbauen. Nee. Da braucht man keine Software und nichts mehr dann dafür zum Nullen und alles. Na, das können wir, das kriegen wir nicht hin. Das wäre echt viel zu sinnvoll. Tut mir leid, Hallo. nee Stell dir mal vor, wie, 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 wie praktisch das wäre. Man dreht auf Null und drückt die Taste und im Moment kalibriert. Na, meinst echt? Bah, das wäre schon heftig, krasser Zeug, ne? Ich gehe mal davon aus, dass die interne Pull-ups haben. Oder? Oh, raspberry Pi, Raspberry Pico Internal Pull-up. Na, die tun da... Haben die keine drin? Die haben quiz was drin, oder? Äh. <laughs> ja, das stimmt natürlich, Hollo. So. Set our Government State we have reliable, we need to pull the voltage either down. pull up or pull down resistance. So pull down. Wenn ich es definieren kann, dann hat das drin. Fertig. Passt. Braucht man keinen dazu. Dann klatsch mal hier den. Ähm, dann nehmen wir Zero. Das wäre gerade echt mega schlau. Also das ist echt der Holo hat Ideen, fällt mir gerade echt gut, weil sonst hat man echt ein Riesenproblem, ne? Und so drehe ich vorne hin, drücke einmal kurz die Taste, fertig. Danach geht zwar nichts mehr, weil er wieder ähm, im schreibgeschützten Modus oder sonst wo ist, aber an sich finde ich die Idee gut. Aber der Chat war so aktiv, dass der Nachricht quasi, wupp, war die Schuhe weg. Instant weg. So, haben wir das. Dann synchronisieren. Okay. Update PCB. Weil wir haben jetzt nämlich hier unsere Platine Platz da drin. In eigenem Fenster bearbeiten. Unsere Platine hat jetzt hier erstmal Abmessungen von 39,5 und da haben wir einen Abstand von der Linie zu der Linie von 23,55. Wow, ja, wird nicht besser. Aber das ist jetzt mal nicht so tragisch. Ich nehme jetzt erstmal die 39,5. <laughs> Egal wie, es ist nie recht. Insert Boat. Wir gehen jetzt einfach mal 39,5 rüber. Und gehen einfach mal irgendwie hoch. Dann machen wir hier. 180 Grad Winkel, weil wir dann hier drin sind. In dem Teil da. Da würde eine komplette Platine einfach reinbauen. Oder soll man da nur, nur so ein kleines Teil bis davor gehen lassen, wo der Sensor ist? Ich weiß es nicht. Bringen tut es uns halt nichts, wenn wir hier Platine machen. Ne? Bringen tut es uns nichts. Machen wir es jetzt erstmal anders. Dann bauen wir jetzt erstmal eine Platine. Mit den 39,5. Ah, das hätte ich mal richtig schön die Nase reiben können. Holla, ja. Das hast du jetzt leider verbockt. 39,5 und dann sagen wir mal von hier nach da. Da haben wir die Löcher. 5 mm. Sagen wir mal. Du bist bei. Jetzt setzen wir uns mal da irgendwo unseren Koordinatenmittelpunkt. Äh Uh, place Koordinat Origin, den klatschen wir jetzt mal da drauf. Dann ich stelle ich auf xy0 und den machen wir mal auf 10. Und dann haben wir zwei Befestigungsbohrungen mit einem 3,2er Loch oder so hätte ich gesagt. Bohrung 3,1. So, und du bist bei. 32 von innen. 32. Vielen Dank dafür, dass da ja beliebig mischt. Nicht so wie man es bräucht. So. 3,75. 3,75 und 5. Und was haben wir jetzt gesagt? Sind es aus Nantilöcher? 32. Das heißt, das kopieren wir 32 rüber. So. Wann ist M4? Na, never. Durchmesser 3,3. Also, M3. Und da haben wir auch Platz. Da ist nämlich nicht das runde Teil. Das heißt, da können wir es auch festschrauben, gescheites Ding das geht problemlos wir werden aber ich will das zeug leider drin verstecken soweit es geht wir sind jetzt hier set koordinat origin ich will den eigentlich hier wir müssen im mittelkreis setzen damit wir hinkommen. Wir müssen den mittig reinsetzen, damit wir da passend hinkommen. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen tricksen, sonst wird das nichts. 39,5 haben wir da. Also 39,5 halbe. Minus 39,5 halbe. Du bist immer noch 0. Und dann können wir nämlich die Abstände der Augscheid reintragen, und zwar mit minus 16 und plus 16. So. Ähm. Ne, da mussten wir aufbohren, weil die Dreier nicht durchgangen sind. Das war das Problem. Warum auch immer? Da war glaube ich so eine Art Dreierblechschraube, die direkt reinging. Deswegen hat man da ein Problem. So und jetzt geben wir hier dem Kind so ein Teil raus und zwar kann das Rücken Zentimeter breit sein. Da gehen wir im gescheite Rundung mit. Da oben auch, weil es Ist gleich schöner. Fürs Gehäuse, die da, die gibt es in günstig. Für nur ähm, 3D-Drucker-Export und sowas ist die günstiger. Kann man die, da kann man sich die irgendwie leisten. Also so ein wenig zumindest. Aber ansonsten ist die schon eher nicht ganz so kostenneutral. Wenn wir es mal so ausdrücken wollen. So, von da nach da Mittelpunkt. Hat da, ja, sind wir 23,55. Das heißt, von da nach dem Mittelpunkt da oben, also da klatschen wir jetzt das Bauteil hin. So, warum machen wir es, der da. Der muss bei 0 und 23,55. Da sind wir genau perfekt exakt unter unserem Chip. Äh, unter unserem Magneten. Ja. Wenn wir es jetzt komplett durchziehen und halbrund machen, hätten wir automatisch durch diese Halbrundung noch gleich unsere Zentrierung dabei. Ne? So quasi gratis. Hm, alles ah, das kriegen wir schon ausgerichtet. Das kriegen wir schon hin. Wir sind da ja gut in sowas, ne? Von dem her kein Thema. So und jetzt müssen wir unseren, jetzt zeichnen wir hier eine Insert, Construction, Insert, Construction Line, Circle. Der fängt an bei 0 und was haben wir jetzt gesagt? 23,55, oder war das? 23,55. Da kommt unser Construction Line rein mit einem Durchmesser von Durchmesser 30,5. Durchmesser 30,5. So, das ist unsere Scheibe. Da durft man nicht rein. 182 kostet die Maker. Okay. Ja, das ist schon auch nicht weniger, aber das Programm ist schon einfach gut. Das ist schon einfach das. Das ist halt wirklich enorm gut, das Programm. Von dem her. Ja, muss man halt dann irgendwo in sauren Apfel beißen, hätte ich jetzt gesagt. Dann müssen wir noch schauen, was wir hier für einen Abstand haben. Da habe ich Abstand 2 mm. Das heißt, da gehen wir im Insert Construction Line, Line bei 2 mm. Das heißt, da in dem Bereich dürfen man nicht rein. Da haben wir quasi. Da haben wir quasi ähm, den Steg. Da geben wir ihm jetzt auch ein Area-Polygon. Von da nach da nach da. Du bist ähm, Layer-Top. Du bist ein ähm, Component-Keep-Out, if higher than 0, 1 mm. Component Pads, Keep Out. Da sollen keine Pads von Bauteilen sein und da dürfen auch keine ähm, Components an sich sein, wenn sie irgendeine Höhe haben. Also da kann er 0,01 reinschreiben, egal. Bias und das Zeug darf drin sein. Test Points wäre auch gut, wenn sie nicht drin wären. Der Rest kann da drin verbaut sein. Dann haben wir ein Area Polygon und zwar einen Circle. Und zwar den da. Layer TopSide. Da dürfen Component Pads drin sein, aber es müssen Components draußen bleiben, die höher sind als. Das messen wir uns jetzt aus dem CAD-Programm raus. Ausblenden von da nach da unten haben wir einen Abstand von 3,6 mm. 3,6, wir haben aber 1,5 mm Platine. Sagen wir mal 1,6 mm Platine, also dürfen keine Bauteile rein, die höher sind wie 2 mm. Da haben wir schon Zehntel Spiel auch noch mit drin. Keine erweiterte 3D-Modellierung, Bohrungsmanager, dünnwandige Exkursion, Pool, Einfügen von Oberflächen, Direktverarbeitung, Baugruppen, Spiegeln und so weiter. Es ja, sind alles Funktionen, die ich echt selten verwende, muss ich gestehen. Also ähm, Bohrungsmanager und so Zeit nehme ich de facto wirklich nie her, habe ich früher schon nie bei keinem Programm nicht hergenommen. Von dem her, ja, Bemaßungen mache ich eigentlich einmal immer von Hand. Und ich glaube, wenn man so eine Maker-Version hat, dann braucht man, hat man aber auch kein Bauteil mit 100 Massen, die dann automatisch irgendwie angerundet werden müssen, glaube ich. Von dem her muss man abwägen, ob es einem reicht oder nicht. So, warum habe ich mir das jetzt alles angetan hier mit diesen Flächen? Weil ich schauen will, ob ich. Ähm, wo ist er? Hä? Ach, ich habe ihn schon markiert. Okay, hat sie somit erledigt. Äh. Also, jetzt dachte ich gerade, was macht er denn jetzt? Aber der snappt hier gerade an der Construction Line. Das kann das Programm, dass er quasi automatisch an Construction Lines snappt. Ich wollte schauen, ob ich hier Platz habe. Hat sich dann somit schon erledigt. Ich <laughs> für meine Streaming-Zuschauer, dass die das irgendwie vergünstigt kriegen. Die Hoffnung gebe ich direkt auf, dass Leute sowas anbieten, Firmen sowas anbieten. So, wir sind hier. Wir schrauben das Ganze da dagegen sind also so bei dem ganzen müssen also müssen also, wenn man das so dagegen schrauben nach rechts dann rausgehen. Und zwar immer nur hier. Du sollst schon ungefähr 0 sein, das passt. Das Maß passt auch noch. Und da sollten wir jetzt irgendwie dann unseren Raspberry Pi Platz haben. Wenn ich ihn jetzt reinziehe, werden wir wahrscheinlich gleich anständiger schrecken, weil es so groß ist. Wowi! Ja, ja, ja. Das ist nur die Frage. Oh, kannst du bitte den nicht mit verschieben? wärst du so nett? Wärst du so nicht, dass du nicht alles mit verschiebst, wenn ich nur dich verschieben will? Keine Ahnung, der deutsch wieder für Anwandlungen macht. So, jetzt haben wir hier den Raspberry Pi. Wir müssen den Mock irgendwo Platz haben. Wir müssen das 48 Volt netzteil irgendwo Platz haben. Wir müssen die Stecker irgendwo Platz haben, die auch nicht, nicht gerade nix sind von der Größe her. Das bitte Standard sein, danke. So. Puh. Schon ganz schön üppig, das Teil. Also, die Originalplatine, dass wir mal die Masse von der Originalplatine rein geben, die hat eine Breite von 80. Das heißt, Insert ähm, Dimension horizontal von da nach da. Also, da sind wir quasi, das ist die Originalplatine. So. Dick tiefer ist es. Also wir können hin, die Richtung könnte man noch theoretisch gehen. Ähm, wird vermutlich soweit auch vermutlich Sinn machen. Hope. Eine wunderschöne gute Nacht. Wird soweit Sinn machen, wenn wir das Teil dahin klatschen. Weil man dann nämlich, zumindest steckertechnisch, wenn man USB auch als Stecker sehen würde, ähnlich wären. Wir hätten hier die 48 Volt. Ah, gefallen tut man das dann einfach gar nicht so. Den packen wir dahin, Den packen wir da irgendwo hin. Dann haben wir noch den Stecker für die für die weil das gefällt mir besser, wenn wir hier so ein bisschen durchziehen können. Ähm, der dicke C müsste hier oben dann irgendwo hin. So in etwa. Dann kann der Mock da runter. Der muss nämlich damit 48 Volt versorgt werden. Dann haben wir irgendwo noch den, den Triak. Den wir auch da noch irgendwo mit reinpacken können. 48 Volt N. Ich packe es jetzt nochmal hin, dass ist ungefähr Größenordnung und kriegt das mal wissen, wo wir hin müssen. Ne? Weil sonst haben wir gar keine, gar keine Einschätzung. UART hat Pech gehabt. Ich mag den jetzt nicht nochmal ein Stück runterschieben, aber nützt nichts. Mach mal. Dann haben wir hier oben in UART noch Platz. Minus 1,5, minus 2,5, nee, minus 2,25, ja, perfekt. Haben wir da den new Art noch Platz. Dann haben wir einen Taster, den wir dann wohl irgendwo hier hin auf einen I.O. legen werden. Wir haben einen Kerko, den wir hier oben irgendwo hinpacken. Speichern wir mal zwischendrin. Null. Der Motor hat keinen 48, genau. Sonst würden wir das nicht machen. Dann haben wir irgendwo den Vorwiderstand hier für... Ja, das tun wir auch da hoch. Auf die Pins da oben, weil ja, das macht Sinn. Den tun wir hier rüber, den kriegt auch hier irgendwo ein Pin hier oben. 34, 35, hätte ich gesagt. Dann haben wir hier noch einen Widerstand. O. Dann haben wir hier die LED dazu. Steuerung O. Und da brauchen wir nur die großen betrateten Widerstände. 48N haben wir hier. Das kriegen wir dann auch hin, wenn wir das so anordnen. Und für die RTC, die Stiftleiste, haben wir da hinten vorgesehen. Die könnten wir hier hinpacken, dann können wir die hier drüber geben. Ja. Also da Pin 35 und 37 für den Taster. Pin 35 für das da. Pin 35 für das und Pin 37 3V3 Ebel. Den kann man nicht nehmen. 35 kann man auch nicht nehmen. Aber 34 und 2 30 könne man nehmen. 32. Diese ja nicht gut. War selten so einen hässlichen Schaltplan gezeichnet. 32. Und für den Taster könne man... Das gefällt mir so auch nicht. Da tun wir das Ground so hoch. Ist ganz viel besser, wie ihr seht. Ne? Aber wir können jetzt nämlich hier das Ground hier missbrauchen. Synchronisieren. Zack, Update. Weil dann sind wir hier ein bisschen näher dran. Minimal. Minimal näher sind wir dann dran. Dann geben wir ihm hier eine Massefläche mit. Und noch eine zweite Massefläche mit. Und dann fallen hier die ganzen Grounds schon mal weg. Dann haben wir hier weniger Airwires. Ja, den kriegen wir schon hin da oben. Das geht ja aus darüber. Die 3V3 verteilen wir sowieso auch nur irgendwo anders. Genau, der Aufwand ist, weil es alles -geber technisch im Eimer war. Natürlich wäre es so einfach, wenn wir jetzt statt dem Motor einen ähm, Schrittmotor nehmen würden. Aber so glaube ich sind wir auch auf dem verdammt guten Weg. Wir haben hier unten. Ich verwende ja die zwei Pins hier. Das ist I C, SCL. SDA 0. Kann ich auch den i Quadrat c1 SDA und SCL nehmen? dann könnte man da oben hinfahren. Da könnt man so, muss ich muss mich mal schnell anmelden. Müsst mal wegschauen. Jetzt müsst ihr schnell wegschauen. Openai kopieren. Einfügen. Und dann könnt ihr wieder zuschauen. So. Ich würde den magnetfeld sensor gerne an i 2 c1 also pin 19 und 20 anschließen geht das c1, ich sie einfach 19 und g 18 gp 19 gp 18 gp 19 und GP 18, die zwei da. Weil das, dass du den Kolben anpassen musst, mit der Technik Hier ist einmal was für den GP 19 und GP 18 verwendet. Also nee, ich will aber GP 14 und GP 15. Das ist der Code Adafruit, GP14, GP15. Ja. Ja. Geht so einfach, Leute. Ja. Na dann. Na dann, pack mal das dann. Pack mal das dann nach oben hin. Hätte ich gesagt, oder? Macht doch Sinn. So. Flapp, Flapp. Und zwar GP 14 ist Daten, GP 14 ist Daten, und GP 15. Glock, GP15, Glock, Daten. Das einfach so funktioniert, da bin ich mal neugierig. Müssen wir nicht so weit hoch. Finde ich ganz schick. Dann, was bist denn du da eigentlich? 3V3, und warum gehst du von da unten da hoch? Weil das da drüben nur weiter weg ist wahrscheinlich. Ah, okay. Ich verstehe. Ähm ja. Das schaut soweit gut aus. Dann würde ich sagen, lass wir es gut sein für heute. Weil die Platine kriegen wir jetzt eh nicht mehr gekriegtet. Dann tun wir das lieber morgen. Ein bisschen parallel zu Matthias seiner Programmiererei. Da geben wir ihm noch zwei. Millimeter Radius. Ne, den darf er nicht haben. Ne, da kriegt er keinen Radius. Ähm, das machen wir morgen, hätte ich gesagt, parallel zu Matthias, wenn der programmiert. Route die Platine fertig, weil dann können wir es bei Zeiten bestellen. Wäre so mein Plan. Klingt nach einem guten Plan, oder? Morgen seid ihr eh wieder die meisten da, hätte man gesagt. Ähm, kann er mit Matthias auch einmal auf jeden Fall abklären, weil der sich da ja auch auskennt. Ob das ja wirklich passt, dass ich die Pins 1 zu eins so durchtauschen kann und so weiter. Ähm, jetzt muss ich nur einschauen. Das Ding hier hängt an 21 und 20. 21 und 20. Das ist I² 0. I2c. i2c 0. Sehr gut, weil da haben wir ja eigentlich auch unseren anderen Sensor drauf hängen gehabt. Nicht, dass sich die Uhr und der Sensor irgendwie peist oder so. Vielleicht wäre es auch geschickt, ich nehme einfach nur einen I2C, weil dann müsste die RTC auf 27 und 26 legen. 27 und 26. Weil dann könnte hier auch weniger weit drüber und dann müsste halt den wieder umändern. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das glaube ich. Ich glaube ich sollte hinhauen. Ja, Leute, dann lassen wir es gut sein für heute, hätte ich gesagt. Wir waren fleißig, wir haben viel gemacht. Wir waren jetzt zweieinhalb Stunden lang Vollgas mit Platinen beschäftigt. Wir haben einiges weitergekriegt. Ich werde alles, was ich heute wieder gemacht habe, am. am an der Platine und so weiter, also alles was im Git-Ordner drin ist, werde ich gleich wieder hochladen, jetzt dann nachher. Also wer es im Git anschauen will, kann es dann gleich machen. Man sieht den aktuellen Stand und so weiter. Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Alle, die es nicht wissen, Discord, der Link ist da, aber ihr seid so ehrlich im Discord, glaube ich. Die Subscriber haben im Discord einen eigenen VIP-Bereich. Ansonsten, alle, die bei YouTube mit reingeschaut haben, ich lade sie ja eins zu eins jetzt mittlerweile auch bei YouTube hoch. Vielen Dank dafür, dass ihr nochmal reinschaut. Ansonsten, euch einen guten Abend, morgen einen schönen Mittwoch und morgen Abend sehen wir uns schon wieder um 20 Uhr. Macht es gut. Ciao.